Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen die Fortsetzung von Valiant Hearts, The Great War, und zwar Valiant Hearts Coming Home. Ja, wie auch im ersten Teil, seht ihr oben rechts, es handelt sich um ein Sponsoring. Ich habe den Key erhalten, damit ich dieses Spiel für euch spielen kann. Vielen lieben Dank an Ubisoft für diesen kostenlosen Key und ja, ich bin sehr froh, das mit euch spielen zu können. Also wenn euch das Spiel gefällt, checkt es auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung, findet ihr alle Informationen. Und ja, es ist die Fortsetzung für Valiant Hearts The Great War. Und es wurde von Ubisoft Danang entwickelt und am 7. März 2024 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und den PC von Ubisoft veröffentlicht. Und zwar mit der Collection zusammen, die halt ebenfalls am 7. März 2024 erschienen ist. Und ja, es beinhaltet diese beiden Teile. Und diese Fortsetzung, die wir jetzt hier spielen, die gab es vorher nur exklusiv für Netflix-AbonnentInnen, für Android- und für iOS-Geräte. Und auch wieder in der Fortsetzung schlüpfen wir in verschiedene Rollen zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Und ja, wir schlagen uns durch die ungewöhnlichen Umstände, die halt der Krieg mit sich bringt. Wir sehen zum Beispiel wieder Walt, den Hund. Wir sehen auch zum Beispiel, Anna wird das sein und Freddy können wir auch schon erkennen. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Ich hoffe, der Sound passt soweit, ansonsten werde ich den natürlich noch anpassen. Aber ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Erlebnis mit mir zusammen. Und ich muss mal gucken, gibt es das auch auf Deutsch? Jawohl, wir schalten auf Deutsch um natürlich. Wir machen Untertitel an, das ist in Ordnung. Und dann würde ich doch mal sagen, wir starten auch direkt ins neue Spiel rein. Ich freue mich, wie gesagt, sehr drauf. Es ist das erste Mal, dass ich es spiele. Und nochmals vielen lieben Dank an Ubisoft. Also starten wir rein. Dieses Spiel speichert automatisch. Oh, wir werden von Freddy anscheinend befehligt. Freddy, was ist los? Was können wir tun? Okay, nee, er hat nur gesagt, wir sollen schnell. Oh, wir kämpfen hier bei der Mars-Argonen-Offensive mit. Ach, du große Neune. Der Grafikstil ist wieder der absolute Wahnsinn. Sieht einfach so fantastisch aus. Es sieht wirklich so fantastisch aus, sieht dieses Spiel. Wir können auch schon mal gucken, haben wir schon irgendwelche Fakten? Nee, haben wir tatsächlich nicht. Okay, also legen wir erstmal weiter los. Oh mein Gott. Das ging schon fast in die Hose. Freddy aber hat uns gerettet. Gott sei Dank. Eieiei. 18 Monate zuvor, USA. The last 3 years of war have shown no mercy to either side. The bitter fighting continues across Europe, over land, sea, and air, leaving behind mountains of casualties and many more broken souls. The United States till now had remained neutral, but the mounting economic pressure and the return of Germany to unrestricted submarine warfare finally awakes the sleeping giant. On April 6th, 1917, the United States declares war on Germany. Within months of the declaration, the U.S. Army launched the first universal draft. And despite enduring segregation in their own country, over 360,000 African Americans enlist, eager to show their patriotism in hopes of returning home as heroes. James is one of these men. Okay, ich tippe mal, James haben wir gerade auch schon gespielt. Kapitel 1. An die Front. Dear Brother James, I hope this letter finds you well and that working at the docks is not too backbreaking. It's good to receive news from you and from home.
keeps my mind off of the war. We wallow in the trenches, in the mud among the rats and the dead bodies. Afraid that if we stand tall, we might catch a bullet. But if you take anything from my letter, I want it to be this. Do whatever you can to stay away from this madness. You followed me everywhere when we were kids. But please, don't follow me here, James. There is nothing here but misery and death. Be safe and stay home, Freddy. Ach, du große Neune, James ist der Bruder von Freddy. Oh, 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 oh. Eieiei. Ausbildungslager USA, 16. Juli 1917. Und wir sehen, wir können schon ein paar Fakten uns durchlesen. Kriegseintritt der USA 1917. Im April 1917, mehr als 2,5 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs, erklärten die USA dem Deutschen Reich den Krieg. Präsident Woodrow Wilson hatte lange versucht, Neutralität zu bewahren, zumal die öffentliche Meinung bis Anfang des Jahres 1917 einer Intervention ablehnend gegenüberstand. Doch der uneingeschränkte U-Boot-Krieg und die abgefangenen Zimmermann-Depesche, durch die ein Bündnisangebot des Deutschen Reichs an Mexiko aufgedeckt wurde, veranlassten die amerikanische Regierung schließlich zum Kriegseintritt. Der Selective Service Act und die Einberufung. Mit dem 8. Mai 1917 erlassenen Selective Service Act wurde mit dem am 18. Mai 1917 erlassenen Selective Service Act, wurde in den USA die Wehrpflicht eingeführt und Soldaten eingezogen, die nach Europa in den Krieg geschickt werden sollten. Erstmals waren alle Männer zwischen 21 und 30 Jahren, unabhängig von ihrer Hautfarbe, wehrpflichtig und konnten nach ihrer Erfassung eingezogen werden. Bis zum Ende des Krieges wurden 4,8 Millionen Männer rekrutiert, von denen sich 2 Millionen freiwillig gemeldet hatten. Insgesamt wurden 2 Millionen in den Kampf geschickt. Im Deutschen Reich war jedermann zwischen dem vollendeten 17. und 45. Lebensjahr wehrpflichtig. Insgesamt wurden auf deutscher Seite mehr als 13 Millionen Soldaten rekrutiert, von denen 2 Millionen fielen und über 4 Millionen verwundet wurden. Oh mein Gott. Man sieht wieder Krieg. Krieg. Krieg ist schlimm. Rassentrennung. Obwohl die Sklaverei in den USA 1865 offiziell abgeschafft worden war, blieb die Benachteiligung der afroamerikanischen Bevölkerung bestehen. Die Rassentrennung wurde mit einer Reihe von Gesetzen, den sogenannten Black Codes, durchgesetzt, die auf staatlicher oder lokaler Ebene verabschiedet wurden und die Rechte der Afroamerikaner einschränkten. Auch wenn Schwarze heiraten und manchmal auch Eigentum erwerben durften, blieben ihnen andere Rechte verwehrt. So war es ihnen verboten, Weiße zu heiraten, und sie durften weder als Zeuge auftreten, noch wählen gehen oder eine Waffe tragen. In dieser Zeit der weißen Vorherrschaft waren Schwarze insbesondere im Süden Lynchmorden und Gewalt ausgesetzt, und sogar in den militärischen Ausbildungslagern herrschte strikte Rassentrennung. Unfassbar. Unfassbar, ey. Unfassbar. Und noch schlimmer ist, tja, was wohl die Zukunft bringen wird. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es wirklich nicht. Die Anfänge des 15. Regiments. Das 15. Regiment der New Yorker Nationalgarde war ein Infanterieregiment aus dem Bundesstaat New York, das hauptsächlich aus Afroamerikanern bestand, jedoch auch Männern aus anderen Ländern wie Puerto Rico, Kuba oder Guyana aufnahm. Sie wurden hauptsächlich von weißen Offizieren geführt, aber es gab auch ein paar afroamerikanische Offiziere. Nach Abschluss der Ausbildung im Bundesstaat New York mit ungenügenden Mitteln wurde das 15. in die US-Armee integriert und erhielt endlich die angemessene Ausrüstung, ein Gewehr pro Soldat. Anschließend zogen sie nach Süden ins Camp Wadsworth, wo sie ihre Ausbildung aber nicht abschließen konnten, da es immer wieder zu rassistischen Übergriffen durch die Einheimischen kam. Kurz darauf wurden sie in den Krieg geschickt. Na toll. Wir haben drei Objekte, die wir finden müssen, also ich tippe, es läuft genauso wie im ersten Teil auch. Wir haben hier bestimmte Tagebücher und ja, dann legen wir mal los. Hier finden wir leider nichts. Wir spielen James und wir haben wohl eine Klarinette dabei, wie man sehen kann. Okay, hier ist schon die Rassentrennung am Start, scheinbar, würde ich jetzt mal tippen.
gucken wir doch mal, wie hier so die Ausbildung verläuft. Ach so, ja, okay. Ihr startet schon. Ja, ist doch gut. So ein Quatsch, ey. Da ist nichts? Okay. Gut, dann gehen wir doch mal hier rein. So. Hier warten wir auch in getrennten Schlangen. Und jetzt haben wir unsere Ausrüstung angezogen. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Gegenstand. Jetzt haben wir hier was bekommen. Ein Objekt. Einberufungsbefehl. Diese Registrierungskarte für die Einberufung wurde von einem Rekrutierungsbeauftragten der US Army ausgefüllt. Während des Ersten Weltkriegs herrschte in der US Armee Rassentrennung, wohingegen die US Marine überhaupt keine Afroamerikaner aufnahm. Bei diesen Registrierungskarten wurde die linke untere Ecke abgetrennt. Oh Mann, ey. Das ist ja auch schon wieder... Das ist auch einfach schon wieder Wahnsinn. Schon wieder Wahnsinn. Wirklich, also ich finde diese Rassentrennung, das ist so schlimm. Wie ich schon beim ersten Teil gesagt habe, wir sind alle Menschen und jeder Mensch hat grundsätzlich natürlich den Anspruch darauf, glücklich zu werden und sein Glück zu finden. Und das ist doch völlig egal, welche Hautfarbe man hat oder welchem Geschlecht man anhört oder welcher sexuellen Orientierung oder welche Religion. So. Wenn ein Rekrut Afroamerikaner war. Achso, ja, das habe ich schon. Ich bin auch blöd. Ich dachte, da steht noch was. Entschuldigt bitte. Mach natürlich weiter. Hopp, hopp, hopp. Oh, jetzt müssen wir fegen, oder was? Ja, selber. Hopp, hopp, hopp. Sag mal, was ist denn hier los? Hallo? Okay, wir werden gelobt. Das ist wie im ersten Teil. Viereck dann für den Angriff also. Hier haben wir... Ja, oh, das ist alles wie... Zack. Jawohl. Das haben wir gut gemacht. Ach, wir dürfen gar keine Granaten nehmen. Ja, man sieht's. Die anderen schießen schon alle und wir schmeißen immer noch mit Steinen, ey. Weil man uns das einfach nicht zutraut. Das ist wirklich... Das ist so eine Frechheit, ne? So, was haben wir denn hier? Eine Schlange. Oh nein, haben wir schon eins verpasst? Oh. Klapperschlangenabzeichen. Am 8. April 1917 machten die Mitglieder des 15. Regiments der New Yorker Nationalgarde die Klapperschlange zu ihrem Abzeichen. Ihr Motto lautete: Don't tread on me, goddamn, let's go. Tritt nicht auf mich, verdammt, vorwärts. Okay. Ach, hier ist ein Stock. Moment. Nein, stopp. Ich möchte erst hier den Stock haben. Okay, also die Reihenfolge ist nicht mehr gleich, sondern das kann immer gefunden werden. Im ersten Teil war das ja so, dass es sein konnte, halt, dass man oder dass es so war, dass das erste Objekt hat man als erstes gefunden und so weiter und so fort. Und wenn man dann zum Beispiel schon das dritte oder vierte gefunden hat, wusste man, man hat das eine verpasst. Ein Besenstiel. Als das 15. Regiment der New Yorker Nationalgarde mit der Grundausbildung begann, standen 2500 Männern nur 250 Gewehre zur Verfügung. Wer kein Gewehr hatte, musste mit einem Besenstiel exerzieren und damit sogar durch die Straßen von New York marschieren. Nachdem das Regiment offiziell in die US-Armee aufgenommen worden war, erhielten sie endlich die gleiche Ausrüstung wie die anderen Soldaten und konnten anfangen, richtig zu trainieren. Es ist so hardcore, wirklich. Es ist so unfassbar hardcore. Okay, hier brauchen wir nur noch einmal X drücken. Wie unfassbar gemein das ist, dass wir da fegen dürfen, ne? Dear Freddy, it's good to hear from you. Sorry to disappoint, but it looks like I'm following you around again.
I've already enlisted with the 15th New York National Guard Regiment, or the old 15th, as they call us. We're done with our training and on our way to the front. We'll sail from New York to France. We're on our way to help you win the war. But don't you worry about me. I can take care of myself just fine. Your little brother, James. Ich glaube, das haben damals leider sehr, sehr viele April 9th, unterschätzt. 1917, Vimy Ridge. This geographic stronghold, held by the Germans since the early days of the war, remained impenetrable. In the latest attempt to break through the German defenses, ground forces were ordered to team up with the British Royal Flying Corps. Before launching the attack, the soldiers were given a moment to write to their loved ones. Aim. Interrupted by George's unconventional landing, Freddy soon learned that his unit was going to take part in the operation and be paired up with the peculiar British pilot, now grounded and without a plane to fly. Okay, wir spielen jetzt Georges. Flugfeld bei Vimy, 9. April 1917. Luftfahrt und Flugzeuge. Zu Beginn des Krieges waren die Lufteinheiten noch kein eigenständiger Teil der Armee, sollten sich aber im Laufe des Krieges dazu entwickeln. Der technische Fortschritt in beiden Lagern führte dazu, dass die Herrschaft über die Lüfte durch neu entwickelte Flugzeuge schnell wechseln konnte. Die Fokker I-3 war ein Eindecker, der erstmals zwischen den Propellern hindurch schießen konnte und 1915 entscheidend dazu beitrug, dass die Deutschen die Lufthoheit errangen. Die Einführung der FE-2B und der DH-2 mit ihren rückwärtigen Propellern durch die Entente machten diesen Vorteil jedoch schnell zunichte, da nun auch alliierte Piloten nach vorne schießen konnten. Berühmte Fliegerstaffeln. Flieger und Flugzeuge wurden von allen Seiten als Propagandamittel eingesetzt. Sie trugen dazu bei, ein schöneres Bild des Krieges zu zeichnen, als die bedauernswerten, knietief im Schlamm steckenden Soldaten vermochten. Jedes Land hatte seine Stars unter den Fliegerstaffeln. Bei den Briten war es das 20. Squadron, bei den US-Amerikanern die Escadrille Lafayette, bei den Franzosen die Escadrille de Sigonnet. Und bei den Deutschen die Jagdstaffel 11. Fliegerasse. Jagdflieger waren moderne Ritter der Lüfte und als Ass galt, wer mindestens 5 Abschüsse oder erzwungene Bruchlandungen vorweisen konnte. Der Begriff Ass tauchte auf, als die ersten Flieger in Luftkämpfen gegeneinander antraten. Die Propaganda der einzelnen Kriegsparteien stilisierte sie zu Helden und nutzte sie als Beweis für ihre Überlegenheit in der Luft. Nur wenige Flieger lebten lange genug, um ihren Status als Fliegerass genießen zu können. Na doll. 9. April 1917 aus dem Tagebuch von Freddy. Ich habe genug von diesem verdammten Krieg. Mehr Soldaten würden helfen. Andererseits hoffe ich, dass nicht noch mehr Menschen leiden müssen, vor allem nicht James. Ich liebe ihn und weiß, dass dieser Krieg ihn brechen würde. Emil hatte recht. Was zählt, ist die Familie und man muss alles daran setzen, sie zu schützen. 9. April 1917. Es zerreißt mir das Herz, dass ich dich in diesem gottverdammten Krieg verloren habe. Ich muss es wieder gut machen und deinen Platz einnehmen. Für dich, für unser Vaterland. Viele Jahre bist du geflogen, ohne einen einzigen Fehler zu begehen. Ich weiß, eines Tages werde ich in deine Fußstapfen treten. Es liegt mir im Blut. Es ist Zeit, weiterzumachen, weiter zu fliegen. Okay, das scheint jemand zu sein, der da eigentlich nicht hingehört, würde ich jetzt mal so tippen, oder? Da darf ich nicht lang.
Okay, hier kann ich auch nicht hoch. Ich dachte, da kann ich vielleicht durchgehen. Ah, hier ist ein Kugelschreiber. Sieht zumindest so aus. Das schauen wir uns mal an. Fliegerpfeile. Diese Projektile wurden von Flugzeugen und Zeppelin abgeworfen und sollten die Soldaten in den Schützengräben treffen. Sie waren 12 bis 15 cm lang und wogen genug, um Stahlhelme zu durchschlagen. Ach, herrje. Ach, herrje. Wait, hier kann ich ja auch irgendwie durch. Ah ja, schaut mal, das kann ich kaputt hauen. Hier ist nämlich noch eine Säge, die wir gefunden haben. Große Holzsäge. Vor Beginn der Schlacht von Vimy im Jahr 1917 mussten die kanadischen Soldaten das Schlachtfeld erst noch vorbereiten. Mit Sägen beseitigten sie Bäume und Äste. Anschließend bauten sie Straßen, Schützengräben und Schienen, um Nachschub an die Front zu bringen. Da komme ich nicht weiter durch. Dann laufe ich doch mal hier dem Befehlshaber anscheinend hinterher. Oder er scheint ja was zu sagen zu haben. Okay, da muss ich irgendwie hoch. Okay, ich brauche hier also ich brauche hier ein Dings. So, da komme ich nicht hoch. Okay, das heißt, da muss ich was hinschieben, damit ich das dann wahrscheinlich da einsetzen kann, richtig? War sehr stark von aus. Oh, was ist hier? Ein Blümchen. Erinnerungsmohnblume. Im Jahr 1921 wurde im englischsprachigen Raum die rote Mohnblume zum Zeichen des Gedenkens an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Ursprung des Symbols sind die ersten Zeilen des Gedichts von John McCrae in Flanders Fields. In Deutschland und Österreich-Ungarn gab es hingegen während des Krieges die sogenannten Kriegsnagelungen, bei denen man gegen eine Spende einen Nagel in ein dafür vorgesehenes Objekt schlagen konnte. Kriegsnagelung, ach so. Das Geld sollte den Kriegsopfern zugutekommen. Okay, was haben wir hier in der Halle? Kommen wir leider auch nicht hoch. Oh, aber das können wir schon mal hier zum... Das können wir schon mal zum Schieben benutzen. Zack. Oh, was ist da denn? So, wir gehen mal hier auf die andere Seite. Das müssen wir uns doch mal angucken hier. Was ist das? Abzeichen des Royal Flying Corps. Die Piloten des Royal Flying Corps hefteten dieses Abzeichen an ihre Mützen. Die Presse verklärte die Piloten zu Rittern der Lüfte, die erhaben über der Zerstörung und dem Gemetzel der europäischen Schützengräben schwebten. Ja, toll. Ob das jetzt so toll war? Ich weiß ja nicht, Freunde. So, wir haben jetzt einen Reifen gefunden. Den nehmen wir doch schon mal mit. So, Reifen haben wir erledigt. Wir brauchen noch einen Propeller. Um unser Flieger wieder fit zu machen. Und damit haben wir sogar alle Objekte gefunden hier. Ein Fliegerschal. Im Ersten Weltkrieg war das Cockpit bei allen Flugzeugen offen. Zum Schutz vor den eisigen Temperaturen trugen die Flieger dicke Lederjacken und Seidenschals. Jo, das haben wir. Hier kommen wir nicht durch. Problem ist nur, wir müssen da ja noch irgendwie hochklettern. Wie kommen wir da denn wohl hoch? Haben wir nichts zum Ziehen, ne? Ich meine, wir müssen ja jetzt hier irgendwie was... Aber wie?
Wie sollen wir das rübergezogen kriegen, Freunde? Oder kann ich das von Ebene zu Ebene trotzdem ziehen, oder was? Ihn zu hauen wäre ja auch dämlich, ne? Ja, guck mal, bis dahin kommen wir nur. Da kommen wir auch nicht raus. Oder war da oben irgendwas? Wir gucken mal. Nee, tatsächlich nicht. Hey Freunde, helft uns mal. Oh. Ach, kann man die Leiter ausfahren oder was? Oh mein Gott, Jin. Ach, du großer Neune. Das habe ich gar nicht geblickt. Eieieiei, ich habe gar nicht geblickt, dass ich da gegen die Leiter schmeißen kann. Ach ja, schön. Ja, gucke mal. So wird ein Schuh draus, Freunde. Zack, und den ziehen wir jetzt hier rüber. Sehr schön repariert. Es kann losgehen, Freunde. Oh Gott. Oh Gott, jetzt müssen wir da hinterherlaufen. Ach, du große Neune, come on. Oh nein. Oh oh. Eieieiei, das ist aber nicht gut, ey. Sehr gut, komm, dranbleiben. Dranbleiben! Das Geräusch auch, wenn er läuft. Oh Gott. Halt dich ordentlich fest. Okay, jetzt fliegen wir auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr cool. Kommen jetzt hier wohl irgendwelche Gegner? Die Musik, super. Ach, da kommt dann Adler. Ja, okay, ich verstehe. Und denen sollen wir dann natürlich ausweichen. Okay. Aber wo fliegen wir wohl hin? Oh Gott. Noch ein Kollege von uns. Noch ein Kollege von uns. Sag mal, wie fliegen die denn? Könnt ihr nicht mal ein bisschen aufpassen? Gott. Das ist ein Gegner. Wow.
Zum Glück treffen die nicht gut, ey. Sag mal, hier ist ja ordentlich Betrieb, Freunde. Aber wir sind ja zum Glück ein guter Flieger. So, schön allem ausweichen hier. Oh. Komm, geh weg. Geh weg, lasst mich in Ruhe. Wow. Haben wir es geschafft? Jawohl. Despite his haphazard flying, George managed to pinpoint the enemy's location. He relayed the information to Freddy, who then launched the strike on the enemy cannons. But despite the triumph of reclaiming Vimy Ridge after 3 long years, their victory was marred by the dead bodies strewn across the hillside. While Europe was torn apart by war, the U.S. had begun a massive mobilization in what many believed could permanently change the tide of the war. Wer weiß, ob wir es schaffen, den Krieg zu entscheiden. The USS Pocahontas was a racially segregated unit. The old 15th, made up almost entirely of African-American soldiers. These men were sailing to Europe, ready to put their lives on the line, to prove their love for a country that didn't always love them back. Dear Freddy, we're on our way to France. This is our first night at sea, but don't worry, me and the boys are ready. Speaking of the fellas, I lucked out, and I'm getting on good with a fine bunch of them. There's Fidgety Lang Edwards, who never puts down his drumsticks. Jack Harris, our medic from Chicago. Joey Brass is from Harlem and plays a mean banjo. And Chef Caldwell is always cooking up stuff for us. We just have to make sure to get served before B.B. Johnson. Great guy, but he could really put it away. Well, I gotta go now. Practice is about to start, and there's no jazz band without a clarinet. Stay safe. We'll see each other soon. Your brother, James. Okay, jetzt spielen wir eine Runde Klarinette hier. Auch cool. Okay, bisher läuft das noch ganz gut, Freunde. Düt-düt. Schön verspielt. Junge, Junge, Junge.
Auch mit den ganzen Bewegungen, das ist gar nicht so einfach, Freunde. Aber cooler Song. As the Pocahontas continued to cross the Atlantic, their encounter with the German U-boat 155 brought them ever closer to the fight. Entering the battlegrounds of the war, their ship was spotted by Ernst. Ernst, okay. Das ist also der Gegenspieler, nicht mehr Baron von Dorf. 18 Monate zuvor, jütländisches Gewässer. May 31st, 1916. On land, the conflict was bogged down in trench warfare. Neither the Allies nor the Central Powers were able to make significant gains. At sea, Allied forces dominated Germany with a crippling blockade. Determined to stay away from the war, Ernst escaped to the solitude offered by the depths of the sea. It was here, below the surface, that he scavenged, hoping to eke out a living. Oh, okay. Also, scheinbar wurde er auch so ein bisschen dazu gezwungen, wa? Oder wir sind mal gespannt auf die Geschichte von Ernst. Hier werden wir dann erstmal abgesetzt und dann mal gucken, was wir so finden. Nordsee, 31. Mai 1916. So, wir haben einige ungelesene Sachen hier. Das wollen wir uns natürlich erstmal geben. Die Skagerrak-Schlacht und der Seekrieg. Vom 31. Mai bis zum 1. Juni 1916 kam es zur größten Seeschlacht des Ersten Weltkriegs. In den Gewässern vor Jütland kämpfte die Grand Fleet der britischen Royal Navy gegen die Seestreitkräfte der kaiserlichen Marine. 250 Kriegsschiffe aller Klassen nahmen an der Schlacht teil. Auch wenn die Verluste auf britischer Seite, in Klammern 6.097 Gefallene, deutlich höher waren als auf deutscher Seite, in Klammern 2.551 Gefallene, gab es keinen eindeutigen Sieger. Und die junge deutsche Hochseeflotte wagte bis zum Ende des Krieges keine weitere Entscheidungsschlacht. Auf dem Bild sind Schiffe zu sehen, die im Konvoi fahren. Das sollte sie besser vor U-Boot-Angriffen schützen. Dreadnoughts. 1914 stützte sich der Seekrieg vor allem auf Flotten großer, hochseetauglicher Schiffe, die als Dreadnoughts bezeichnet wurden. Die erfolgreiche Seeblockade der Alliierten in der Ostsee, die gescheiterte Landung auf Gallipoli und der uneindeutige Ausgang der Skagerrak-Schlacht veränderte das Marinewesen jedoch. Die Deutschen investierten in die Entwicklung schneller U-Boote und stellten bereits im Februar 1917 eine Flotte von 128 U-Booten auf, während die Entente begann, Handelsschiffe zu bewaffnen. Die US Navy verfügte über eine große Flotte von Geleitschiffen und leichten Schiffen, die nach dem Kriegseintritt der USA 1917 schnell zum Schutz von Handelsschiffen in Europa eingesetzt werden konnten. Uneingeschränkter U-Boot-Krieg. Schon 1914 hatte die Entente die Seeherrschaft errungen, die sie dazu nutzte, eine Seeblockade zu errichten, deutsche Kolonien anzugreifen oder neue Fronten zu eröffnen, wie in den Dardanellen bei der Landung in Gallipoli 1915. Das Deutsche Reich wollte die Seeblockade jedoch mit allen Mitteln durchbrechen und entfesselte auf Befehl des Kaisers ab Januar 1917 den uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Eine Flotte von 150 U-Booten versenkte daraufhin Millionen Bruttoregistertonnen Schiffstonnage, vor allem im Nordatlantik. Das Bild zeigt zwei Matrosen, die ein U-Boot-Abwehrgeschütz bedienen. Oh Mensch, crazy. Ah ja, und da haben wir auch schon von ihm den Eintrag, 30. Mai 1916. Ich bin gerne dort unten in der Stille und suche in aller Ruhe nach diesen kleinen Gegenständen. Manchmal bin ich völlig in meiner Arbeit versunken und vergesse sogar, dass du gar nicht da bist, um mich hoch ins Boot zu ziehen, in unser Boot. Wie dem auch sei, morgen früh werde ich wohl wieder tauchen gehen. Vielleicht ist das Wasser dann klarer. In letzter Zeit war das Meer... In letzter Zeit war das Meer sehr rau und unruhig.
Wisst ihr Bescheid? Also laufen wir doch mal hier herum. Ist hier irgendwas? Nein. Ich finde das total cool, wie das mit dem Staub ist, ne? Das sieht richtig klasse aus. Und dann laufen wir doch mal hier herum. Mal gucken, was es hier so gibt. Zack. Gibt's ein Schiff? Können wir nicht da ins Schiff hineingehen? Anscheinend nicht. Schade. Das wäre doch mal cool, das zu erkunden, oder? Ich drücke auch tatsächlich die ganze Zeit Kreuz. Einfach aus dem Grund, weil vielleicht findet man ja was, ne? Oh, was ist das für ein Schatz? Da hat er was gefunden. Da wollen wir doch natürlich rein in das Schiff. Das sieht richtig klasse aus, ne? Oh. Oh nein, wir sind eingesperrt. Oh, das ist aber nicht gut. Oh oh. So, da können wir das hochziehen, wenn ihr seht. Das können wir hier vorziehen, damit wir da hochkommen. Aber wir gucken erstmal weiter hier. Okay, guck mal, hier konnten wir was aufheben zum Schmeißen wieder. Ich finde das richtig cool gemacht, wie er da auch so langsam... Oh! Das habe ich gar nicht gesehen. Was war das denn? Objekte. Propagandaplakat der Royal Navy. Dieses Plakat der Royal Navy ruft die Bevölkerung dazu auf, ihr für die Dauer des Krieges Ferngläser und Fernrohre zur Verfügung zu stellen. Okay. So, dann ziehen wir das noch mal hier kurz rüber. Damit wir hier hoch können. Können wir nichts aufmachen? Aber hier können wir das Ding reinstecken und dann können wir das hier umlegen. Zack. Putz. Da ist das jetzt auch runtergefallen, ja. Können wir nochmal hochgehen? Ah, hier kommen wir noch nicht hoch, schade. Dann ziehen wir das auch nochmal rüber hier. Die Geräusche sind ein bisschen crazy, oder? Die Frage ist, ist das eine Tür? Kommt man hier durch? Ja, hier kommt man tatsächlich durch. Okay, wie kommt man da denn hin, Freunde? Wild. Wild. Wie kommt man da wohl hin, Leute? Weiß es noch nicht so ganz. Den schieben wir jetzt mal hier ran. So, zack. Dann geht es hier hoch. So, was haben wir hier gefunden? Auch wieder ein Dokument anscheinend. Da ist auf jeden Fall eine Tür, die versperrt ist. U-Boot-Propagandaplakat. Während seines ersten Einsatzes versenkte das Unterseeboot U-9 drei Kriegsschiffe innerhalb von einer Stunde. Die deutsche Kriegsmarine besaß zu diesem Zeitpunkt jedoch nur 28 einsatzfähige U-Boote und benötigte dringend mehr. Mit Propagandamitteln sollte die Öffentlichkeit dazu gebracht werden, sich finanziell an den Rüstungskosten zu beteiligen. Tja. Das hat man halt damals so gemacht, ne? Da wollte man die Kohle dann... Dass die da, Ach, gucke mal. Ach, gucke mal. Ich
Sehr schön. Da sind wir jetzt runtergesprungen. So, jetzt können wir das ja hier wieder ein bisschen... Warte, jetzt müssen wir das ja wieder hier... Zack. Jetzt ziehst du mal wieder ein Stückchen vor, da wir wieder durch können. So, ups. Rüber da. Und alle hopp. Und runter. Alle hopp. So, dann müssen wir uns das natürlich auch noch durchlesen. Hier der Taucherhelm. Dieser Helm ist einer der ersten Taucheranzüge, die ohne Schlauchversorgung durch eine Pumpe über Wasser auskam. Die deutsche Firma Dräger gehörte zu den Pionieren bei der Entwicklung autonomer Tauchausrüstung. Dank einem Kanister mit komprimiertem Gas, einem Vorläufer der heutigen Sauerstoffflaschen, konnte sich der Taucher völlig frei bewegen. Ich muss sagen, ich finde das ja immer total beeindruckend bei solchen Sachen. Denke ich mir immer so, wie hat man das denn rausgefunden? Also wer hat sich denn damals gedacht, jo, ich probiere das aus? Das denke ich mir, das ist doch immer super heftig. Achso, da können wir nur runter. Nee, okay, verstehe. Dann gehen wir wieder zurück. Weil das ja auszuprobieren irgendwie, auch mit den Flaschen, mit dem Druck, wo man sich ja auch denkt, boah, ey, irgendwie Gas oder so, keine Ahnung, was das auch immer sein soll. Und dann atmest du das und... Also, ich weiß nicht warum, ne? Aber ich finde das ganz schön gruselig oder total beeindruckend, wenn sich dafür Leute gemeldet haben und gesagt haben, jo, ich würde das wohl übernehmen. So, wo man sich denkt, krass, okay. Mutig. Aber deswegen halt die Pioniere, ne? Deswegen ist das halt Pionierarbeit. So, dann klettern wir mal hier hoch. So, hier ist ein Klavier. Cool. Oder ein Flügel. Nicht nur ein Klavier. Ist ja ein kompletter Flügel gewesen. Ah, und hier haben wir was gefunden. Gucke mal. Das letzte aus diesem Level. Ein Sextant. Die Seeleute im Ersten Weltkrieg navigierten noch anhand von Karten, Landmarken und den Sternen. Sie benutzten Sextanten wie diesen hier, mit denen der Winkelabstand zweier Gestirne gemessen wurde. Mit Hilfe von Tabellen konnte man dann seine Position bestimmen. Auch crazy, ne? Das war damals noch richtig aufwendig, zu schnallen, wo man eigentlich ist. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier zu dem Kronleuchter, den wir dort gesehen haben. Jawohl, da ist er. Den wollten wir doch gerne haben. Oh nein. Okay, was ist da jetzt passiert? Oh oh. Das ist, glaube ich, nicht gut. Ich glaube, über uns ist ein Schiff. Oh mein Gott, sind die alle tot? Große Neune. Oh Gott, schnell wieder zurück. Schnell wieder hoch. Unser Schiff. Da ist bestimmt irgendwas passiert. Das ist bestimmt zerstört worden. Ach du große Neune. Oh Gott, überall die Leichen. Hallo? Warum darf ich nicht hoch, Otto? Und zack, schnell hoch. Oh, ich hoffe, wir kommen rechtzeitig. Oh mein Gott. Vor allem auch das Wasser scheint sich rot zu verfärben, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist gar nicht gut, ey. Die sind zwischen die Fronten geraten, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Brüder. Boah, wir werden bombardiert. Ach du große Neune. Halbinsel Jütland, 31. Mai. Ach du... Oh mein Gott. So, wir versuchen die schnell zu retten. Schnell.
Hey, wir versuchen jetzt alle zu retten, come on. Gott, kommt schnell hier hoch. Oh nein, sind das ausgetrennten Lagern? So, Moment, wir haben ein Objekt bekommen. Ein Fischernetz. Im Kampf gegen Seeminen bat die britische Regierung die heimischen Fischer um Hilfe. Diese tapferen Zivilisten sollten mit ihren Fischernetzen Minen von den Kriegsschiffen der Royal Navy fortschleppen. Oh mein Gott. Ey, stellt euch mal vor, ihr schleppt da so einen Kram. Das ist ja schlimm. Okay, wir sind hier gerade voll im Rettungsmodus. Come on. Ist schon hier. Komm mal hoch. Oh Gott, wir versuchen gerade ganz viele zu retten hier, Leute. Aber zu Recht auch. Schnell. Oh, kommt alle ans Schiff, ey. Oh mein Gott. Ja, wir ziehen euch raus. Oh, Hilfe, ey. Komm. Komm, ich kann dich hochziehen. Komm. Komm schnell hoch. Oh nein. Oh oh. As his boat settled on the seabed, Ernst began to come to terms with the war's inevitable, all-consuming power. Defeated and alone, he could feel the Jutland water's cold embrace tightening around him. Stranded for hours in the aftermath of the Battle of Jutland, Ernst was starting to feel his grip slip away. But when the merchant sailors aboard the submarine, the Germania, came to his aid, they not only saved Ernst's life, they also took him in as one of their own. In them, Ernst found kindred spirits and instantly felt right at home. But even at home, you have to carry your weight. Schnaps und Bams? Super, Potter! Okay, scheinbar wurde Ernst jetzt aufgenommen. Germania, Nordatlantik nahe Baltimore, 10. Juli 1916. U-Boote. Während die britische Royal Navy weiterhin auf Schlachtschiffe vom Dreadnought-Typ setzte, entschied sich die deutsche kaiserliche Marine für die U-Boot-Technologie. Obwohl sich die U-Boote anfangs als sehr wirkungsvoll erwiesen, U-9 versenkte in nur einer Stunde drei britische Kriegsschiffe, gelang es den Alliierten, ihre Seekriegsführung mit schnelleren Schiffen und Änderungen in der Navigation an diese neue Technologie anzupassen. Mit dem uneingeschränkten U-Boot-Krieg ab 1917 verschärfte sich die Lage, was dazu führte, dass allein in diesem Jahr mehr als 3000 Schiffe versenkt wurden. Heftig, ey. Truppentransport auf dem Seeweg. Ende des 19. Jahrhunderts verfügten die industrialisierten Nationen über genügend Schiffskapazitäten, um Truppen schnell in oder aus überseeischen Gebieten zu verlegen. Als die USA Deutschland den Krieg erklärten, zögerten sie nicht, die in amerikanischen Häfen ankernden deutschen Schiffe zu beschlagnahmen und der US Navy zu übergeben. Über 2 Millionen US-Soldaten wurden über den Atlantik nach Frankreich verschifft, manche von ihnen auf ehemals deutschen Schiffen. Einige der für den Truppentransport eingesetzten Schiffe wurden im Laufe des Krieges auch zu Lazarettschiffen umfunktioniert. Tarnung. Im Laufe des Ersten Weltkriegs verbesserten sich durch technischen Fortschritt die Möglichkeiten, feindliche Schiffe zu orten, sowie die Zielgenauigkeit und Reichweite der Schiffsartillerie. Tarnung und die Kunst der Täuschung erhielten folglich auch auf See eine immer größere Bedeutung. Schiffe wurden etwa mit Zebrastreifen bemalt, wodurch sie für feindliche U-Boote schwerer aufzuspüren und schlechter zu treffen waren, da die Mannschaft die Distanz falsch einschätzte. Okay, spannend. Crazy.
Sie haben unser 12. Juli 1916 ernst. Sie haben unser Boot versenkt, Erich. Dieser verdammte Krieg hat uns unser Boot genommen. Es war alles, was mir noch von dir geblieben ist. Ich war kurz davor aufzugeben und wäre ertrunken wie all die armen Matrosen, wenn da nicht dieses U-Boot gewesen wäre. Niemals hätte ich gedacht, dass mich irgendwer aufheitern könnte, aber es sind ein paar prächtige Burschen an Bord. Manchmal gelingt es ihnen sogar, mich zum Lachen zu bringen. Zum ersten Mal seit langer Zeit möchte ich nicht mehr allein sein. Schön. Schön, dass er da jetzt so anscheinend gut aufgenommen wurde. Ich finde die Grafik ja auch immer noch so klasse, ne? Sieht einfach so fantastisch aus. Wir dürfen uns jetzt hier in dem U-Boot bewegen. Ob wir wohl auch in dem U9 U-Boot sind? Ja, was haben wir hier? Ein Schraubenschlüssel. Wird von Mechanikern für die Wartung der Dieselmotoren eines U-Boots verwendet. Rudolf Diesel hatte die ersten Dieselmotoren in den 1890er Jahren patentieren lassen. Oh, warum liegt denn hier ein Totenkopf? Okay, er braucht so ein Stück. Ja, okay, das fehlt ihm also. Warte mal, konnte man hier nach vorne? Nee. Konnte man nicht, leider. Schade. Sagen, das scheint doch ein Stückchen zu sein. Dann können wir ja mal wieder zurück. Die scheinen aber ganz schön zu plündern, ne? Was ist das hier? Elfenbein und sowas? Hier ist sogar ein Einhorn, Einhornhorn. Also sieht zumindest so aus. Was haben sie sonst noch geplündert? Muscheln. Viel geangelt. Ach, vielleicht ist das auch von einem... Wie heißen die? Nicht Schwertfisch? Hier, das ist ja das Schwert von einem Schwertfisch, ne? Oder ist das vom Hammerhai? Sägefisch? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Alles durcheinander, Leute. Auf jeden Fall scheinen hier einiges zu jagen, tatsächlich. So, dann haben wir das jetzt geschafft. Und jetzt sollen wir hier drehen, sagt er. So, packen wir das mal zusammen. Zack. So, wir sind doch fertig jetzt. Jetzt ist hinten was aufgegangen, oder was? Jetzt scheint hier wieder... Ach, jetzt ist hier eine Leiter runtergekommen. Ach cool, jetzt können wir wieder hochklettern. Hier, er braucht was? Finde das, okay. In 1916, the US had remained neutral, allowing for business as usual. Despite trade blockades, the few merchant submersibles in existence, like the Germania, were still able to trade with them. James, who was working the Baltimore docks at the time, was surprised to see the submarine pull into port. Weiter. Hey. Huh? No! Wow, war das gemein, ey. Was sollte das denn? Okay, jetzt treffen wir mit Ernst. Ach, schau mal. Germania, Nordatlantik, nahe Baltimore. Jetzt sollen wir ihm einen Schraubenzieher holen, oder was? Gucken mal, es gibt keine Fakten, es gibt aber Objekte. Ach ja, schau mal hier. 12. Juli 1916. Wo Freddy wohl ist, was er wohl gerade treibt. In seinen Briefen erwähnt er den Krieg mit keinem Wort. Aber wenn ihn etwas bedrückt, würde er es mir sowieso nicht sagen. Immerhin hat er von seinem Freund Emil erzählt. Ich wünschte, Freddy wäre bei mir, hier an den Docks. Die Arbeit ist beschwerlich, aber zusammen mit ihm wäre alles anders. So. Jo, wir brauchen einen Schraubenschlüssel. Einen Schraubenzieher. Einen Schrauben... wie auch immer. Schraubendreher. Wie auch immer man es nennen will. Hier, was gibt es hier? Nichts. Hier gibt es Lauch. Schön ein bisschen Lauch. Gut.
Anders Clay. Hast du einen Schraubenzieher? Ich brauche eine Pfeife. Ist doch eine Klarinette, können wir ihm das nicht schenken? Okay, hier ist auf jeden Fall so ein... Ja, was ist das? So ein Gartenzwerg? Klabautermann-Skulptur. Aus der deutschen Seefahrt stammt der Aberglaube vom Klabautermann, einem Schutzgeist, der auf Schiffen sein Unwesen treibt. Hier wird er als Mann mit einem Hammer und einer Tabakspfeife dargestellt. Es heißt, er warne die Mannschaft vor Gefahren und verlasse das Schiff nur, wenn es untergeht. Beim Klabautermann, ne? Wie man so schön sagt. So, wo war denn der Totenschädel? Da! Ja, gucke mal, hier kommen wir jetzt nämlich auch durch. Haben wir da jetzt einen gesammelt. Seemannsknoten. Da U-Boote den größten Teil ihrer Zeit aufgetaucht an der Meeresoberfläche verbrachten, wurden sie wie herkömmliche Schiffe behandelt. Aus diesem Grund musste die Besatzung lernen, eine Vielzahl von Knoten zu knüpfen, wie jeder andere Seemann auch. Nee, das ist ja auch wichtig, ne? Das ist ja auch wichtig. So, ich glaube, das ist hier ein kompletter Rundgang. Jetzt kommen wir ja wieder hier... Na ja, gucke mal. Ja, jetzt sind wir bei ihm wieder. So, dann haben wir jetzt wieder getauscht. Jetzt haben wir den Schraubenzieher und dann können wir ja hoch. Dann braucht er ja bestimmt noch was, tippe ich mal. Wir kommen, wir haben dein Schraubendreher. Genau, schmeiß mal rüber da. Zack. Ach, gucke mal, jetzt steuern wir ihn. Ja, wie geil. Genau, schraubt das mal hier fertig. Jetzt braucht er so eine, was ist das? So eine Klempnerzange, ne? Der Koch hat das, okay. Der Koch. Den haben wir ja schon gefunden, den Koch. Guck mal, hier haben wir noch was gefunden. Dann geht's hier wieder runter. Erstmal schauen wir uns das nochmal an. Was ist das? Ein Funktelegraph. Diese neue Technik ermöglichte es, Nachrichten per Funk zu übermitteln. U-Boote und Flugzeuge wurden mit solchen Geräten ausgestattet und konnten über große Entfernungen Nachrichten austauschen. Aha. So, guten Tag. Brauchst du eine Rohrzange? So heißt es, Rohrzange. Er braucht sein Schwein. Schwein gegen Rohrzange. Okay, das kriegen wir hin. Das heißt, wir müssen jetzt das Teil wieder drehen, wa? Das haben wir ja gerade repariert. So, jetzt ist das Schwein... Ach, das Schwein ist wieder weg. Jetzt können wir das ja... Warte mal, jetzt können wir das ja wieder zurück... Obwohl, wir gehen da mal... Ne, wir haben ja alles gefunden, ne? Wir brauchen da wahrscheinlich nicht lang. Wir können es gar nicht zurück. Den gucken mal einer an. Na gut, dann laufen wir mal schnell wieder zum Koch und besorgen uns die Rohrzange. Hallo? Sehr gut, Rohrzange haben wir. Dann können wir wieder hoch. So, noch eine Etage hoch. Was wir alles im U-Boot haben, Freunde. So. Moin, schmeiß rüber den Lachs. So, dann können wir uns das wieder abholen hier. Und reparieren mal hier weiter. Sehr schön. Willkommen in Baltimore. Oder in der Nähe von Baltimore. Wollte gerade sagen, wir haben doch eine gefunden, Freunde. Wir haben doch schon eine gesehen. Wo war die denn nochmal? Die war in den Quartieren, ne? Oder... Ja, die Quartiere, so kann man das bezeichnen, ne? Die war doch hier. Ja, gucke mal, da war sie doch. Aber ich wusste es. Die haben wir doch schon direkt gesehen. Da dachte ich mir schon, die können wir doch eigentlich direkt mitnehmen. Hätten wir ihm ja direkt geben können, so einfach als Gastgeschenk quasi. Wir sind ja zu Besuch bei ihm. Schau mal, ich habe eine Klarinette. Bitteschön. Wolle dein Musiker.
Yes. Cool, jetzt macht er bei uns Musik. Sehr schön. Oh, jetzt dürfen wir wieder spielen. Eieiei, das wird wieder hart. Da, 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 da. Schöne Musik. Ole, ole, ole. Klasse, sehr schön gespielt. Schön mit den Freunden musizieren. Dear Freddy, I'm glad to hear you're doing good. I hope you won't be upset with me. What with the war and all, but I recently met a German, and we really had a lot in common. It turns out Ernst is a damn good musician. I'm proud to say he's become a friend. We promised each other that when this war is over, me and Ernst will play together. I intend to keep that promise. Your brother, James. Das ist ein tolles Versprechen, finde ich. Und da merkt man auch wieder, es stecken Menschen hinter Kriegen, ne? Oder hinter Soldaten. But their triumphant return was interrupted by the German Imperial Navy as the sole German national aboard. Ernst was conscripted to fight. The submarine, too. Na toll. Na toll. Oh Mann, ich glaube, Ernst geht es gar nicht gut und ihm fehlt die alte Zeit. Ernst wurde Ernst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach Mensch, er tut mir leid, ey. Er tut mir so leid. Wirklich. Das ist echt eine miese, miese, miese Geschichte. So, also Ernst ist auf jeden Fall Ernst oder Ernster geworden. Haha, super Gag. Wahnsinnig witzig. So, wir lesen uns aber erstmal ein paar Sachen durch. Gibt es hier schon Fakten? Nein. Sie haben unser Boot versenkt, Erich. Nee, da gibt es nichts Neues. Okay, wir sollen tatsächlich nach rechts rüber. Können aber hier nochmal gucken, andere Seite. Kann ich hier was aufmachen? Nein, kann ich leider nicht. Okay, dann laufen wir mal hier rüber. Also. Oh, hier haben die Leute Karten gespielt. Oh, cool. Da hinten kann ich nicht hin. Nee. Ich kann nur hier immer die ganze Zeit weitergehen. By decree of the Kaiser, the Germania was henceforth ordered to hunt convoys in the Atlantic. Ernst was faced with a grim choice. Torpedo the Pocahontas and kill his friend, or disobey a superior's direct order and risk being put to death. He had chosen to save his friend, but knew it would only be a matter of time before he was ordered to kill again. Ernst konnte es nicht. Er konnte es nicht, aber das ist gut. Kapitel 2. Zerbrochene Seelen. 1917, St. Menehould Hospital. Doctors and nurses alike tried in earnest to patch up swarms of broken bodies and wounded psyches. Anna, the Belgian nurse, battled every day against the war to save soldiers. Ja, die Anna, die kennen wir ja auch noch aus dem ersten Teil, aus The Great War. Schön, eine alte Bekannte zu sehen. St. Menehould
28. Dezember 1917, also gerade nach Weihnachten, und man sieht schon, es ist sehr, sehr blutig. Ach Mensch, Feldlazarett. Hinsichtlich der Zahl an Verwundeten übertraf dieser Krieg alles bisher Dagewesene, weshalb das Sanitätswesen völlig neu organisiert werden musste. Erstmals war jeder deutsche Soldat mit Erste-Hilfe-Material ausgestattet, um schnell Hilfe leisten zu können. Der Abtransport der Verwundeten vom Schlachtfeld erfolgte durch Krankenträger auf einer Bahre. Sie wurden zunächst in den Sanitätsunterstand gebracht, wo Ersthelfer sie notdürftig versorgten. Sobald es die Lage erlaubte, wurden sie dann zum Feldlazarett weitertransportiert. Dort konnten die ersten Notoperationen unter den erforderlichen Hygienemaßnahmen durchgeführt werden. Ach Mensch, ey. Röntgenstrahlen. Die Röntgenstrahlen wurden 1895 von dem deutschen Wissenschaftler Wilhelm Konrad Röntgen entdeckt und ab der Jahrhundertwende hielten Röntgengeräte Einzug ins Medizinwesen. Besonders bei der Behandlung von Schrapnellwunden waren sie sehr hilfreich. Auf Initiative der Wissenschaftlerin Marie Curie und ihrer Tochter wurden bereits 1914 erste Lastwagen mit Röntgengeräten ausgestattet und an die Front geschickt. In diesen Röntgenwagen konnten Verletzungen genauer untersucht und verwundete Soldaten dadurch besser operiert werden. Krankenträger. Krankenträger war das erste Glied in der Sanitätskette und mussten häufig unter schwierigsten Bedingungen arbeiten. Mit ihrer Trage mussten sie durch Granattrichter und über Stacheldraht zu den Verwundeten eilen und sie unter feindlichem Beschuss zum nächsten Sanitätsunterstand schleppen. Wenn keine Tragen zur Verfügung standen, legten sie die Verwundeten auf Zeltplan. Diese Männer verfügten häufig über keinerlei medizinische Qualifikation und entstammten den verschiedensten zivilen Berufen. Krass. Hat halt jeder angepackt, ne? Anna, 21. Dezember 1917. Ich brauche dringend Schlaf, nur ein kurzes Nickerchen. Aber ich fürchte, dieser nicht enden wollende Krieg lässt das nicht zu. Manchmal habe ich das Gefühl, zwischen all den Verwundeten zu ertrinken. Und manche sind noch so jung. Kaum ein wenig Flaum am Kinn. Es ist so bedrückend, sie leiden zu sehen. Aber ich bin hier, um ihnen zu helfen und um sie wieder auf die Beine zu bringen. Und ich werde bleiben. Ach Mensch, Anna. Sie ist halt wirklich, sie ist die wahre Heldin. Ich sag euch das. Okay. Ah, wir verbinden das. Ach, cool. Diesmal ein bisschen anders gesteuert. Das haben wir jetzt tatsächlich mit dem Analogstick, haben wir das gesteuert. Auch cool. Eieieiei, den Leuten geht's hier wirklich nicht gut, ne? Und der nächste, komm. Ah, okay, gereinigt, ja. Machen wir das auf. Zack. 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 Und verbunden. Sehr schön. Gereinigt und verbunden. So soll es sein. Da braucht noch jemand Hilfe. Da kommen wir nicht durch. Sie sagt uns, wir sollen da helfen. Nebenan. Wir gehen natürlich nochmal auf die andere Seite, das ist ja auch wichtig. Ach, guck mal, was haben wir denn hier jetzt gefunden? Irgend so ein Elixier oder was das ist? Ich muss immer wieder sagen, ich staune so über die Grafik, ne? Ich finde, das ist so schön, so wunderschönes Spiel. Eine Spritze. Spritze. 1914 wütete in den Schützengräben eine Typhusepidemie, die aufgrund der schlechten hygienischen Bedingungen ausgebrochen war. Glücklicherweise war ein Impfstoff gegen Typhus entwickelt worden, der vielen Soldaten im Ersten Weltkrieg das Leben rettete. Krass, ne? So, auf geht's. Heilen, komm. Schieben wir mal hoch. Oha. Das nehmen wir noch raus. Und den nehmen wir noch raus. Ei, das war ganz schön knapp gerade. Müssen wir das noch reinigen? So, jetzt wird das hier jetzt verbunden. Zack.
Ihm konnten wir auch helfen, sehr gut. Sometimes Anna could heal the soldiers' ailments and put them on the path to recovery. Other times, it was a matter of alleviating their pain and merely postponing the inevitable. On this day, a rare ray of hope pierced the gloom of the hospital grounds. Finally, with the arrival of new medical equipment, technological progress would be used to help the wounded of war instead of producing them. Surprised to see her dear friend again, Anna handled each of the wounded soldiers with care. She couldn't wait to speak with Freddy and catch up on old times. Okay, wir haben Freddy wieder gesehen und jetzt müssen wir hier noch jemanden versorgen. Auf geht's. Wie sieht das aus? Oh. Was? Da waren wir zu langsam für? Oh mein Gott, das probieren wir gleich nochmal. Eieiei, mit dem Controller ist es auch ganz schön schwierig. Ich meine, man merkt, dass das für Handy tatsächlich ausgelegt war. Oder für Smartphone. Da konnte man das bestimmt ein bisschen schneller tatsächlich rausziehen. So, den haben wir jetzt schon mal geholfen. Jetzt springen wir wieder raus. Was ist das? Ein Fotoapparat? Fluoreszierender Schirm. Mit diesem Bildschirm konnten Röntgenstrahlen bei der Durchleuchtung sichtbar gemacht werden. Es wurde sogar ein Leuchtschirm entwickelt, den sich die Ärzte aufsetzen konnten, damit sie beide Hände frei hatten. Während des Ersten Weltkriegs wurden etwa 1 Million Röntgenuntersuchungen durchgeführt. Das ist auf jeden Fall jede Menge. Gehen, hier kommen wir nicht durch. Service Radiology, also Radiologe, also Röntgen. So, wir dürfen hier wieder helfen. Jetzt aber hier natürlich nochmal. Okay, hier kommen wir tatsächlich nicht durch. Also wir halten uns einfach mal ans Protokoll und versuchen mal den ganzen Leuten hier zu helfen. Deswegen laufen wir jetzt mal in die erste Tür rein. Und helfen hier natürlich. Ist auch logisch. Der braucht Hilfe und Whisky. Hallo Walt! Sehr schön. So, was haben wir hier? Transfusionsausrüstung. Neuester Forschung auf dem Gebiet der Bluttransfusion gelang es, die Blutgeringung durch Zusatz von Natriumcitrat und Dextrose zu verhindern. Dies verlängerte die Haltbarkeit von Blutspenden und ermöglichte Transfusionen an der Front. 1917 begannen amerikanische Sanitäter, gekühlte Blutkonserven zu benutzen. Weißt du Bescheid? Da brauchen wir einen Schal. Okay, da können wir dann den Hund wahrscheinlich immer schicken. Das hat sie ja gerade gemacht. Nix, okay. Hol mal den Schlüssel, lieber Doggy McDogsons. Genau, und bring den mal hier zu Anna. Sehr schön. Dankeschön. Prima, Walt. Ach, da kommt er tatsächlich lang. Das hätte ich jetzt gar nicht für möglich gehalten. Ein schön bisschen Whisky. Nice. So wollen wir das. Die Frage ist, brauchen wir das zur Desinfektion oder braucht er das, um den Schmerz durchzuhalten? Man weiß es nicht, Freunde, man weiß es nicht.
So, dann laufen wir doch da mal wieder fix hin. Dann können wir ja ihn schon mal behandeln. Den einen Kollegen hier. Zack. Auf geht's. So, her damit. Raus. 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 Das geht richtig... Boah, ist das... Das ist richtig anstrengend. Das ist richtig schwer, Freunde. Schau euch das mal an, wie knapp das jedes Mal ist. Wenn da noch ein Splitter mehr ist, dann war es das. So, schön verarzten hier. Anna hat das auf jeden Fall drauf. Und wofür hat er jetzt den Whisky gebraucht? Jetzt so zum Trinken, oder was? Wer weiß. Vielleicht ja schon. Ich hätte jetzt eher gedacht zu Desinfektionszwecken. Aber anscheinend nicht. Oh, okay. Da ist auf jeden Fall ein Schal. Den haben wir jetzt ja schon mal gefunden. Das ist ja schon mal geil. Schau mal, hier ist auf jeden Fall was. So. Kann sie da jetzt rüber hüpfen? Ja, kann sie. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ein Objekt. Eine Trage. Eine faltbare französische Armeetrage aus dem Ersten Weltkrieg. Sie war 2,25 Meter lang und wog 10 Kilogramm. Jedes Regiment verfügte über ca. 300 Tragen und 600 Krankenträger, um Verwundete vom Schlachtfeld zu evakuieren. So, ich bin mal gespannt. Vielleicht schaffen wir es ja dann darüber zu dem Schal. Wär cool. Ah, oder um auf die Leiter zu gelangen wahrscheinlich, ne? Ach, guck mal, da kommen wir tatsächlich oben drüber. Sehr schön. Und hier ist auch noch was. Da haben wir dann auf jeden Fall schon mal alles eingesammelt. Das ist doch nett. Eine Sanitäterarmbinde. Sie wurde von Sanitätern auf beiden Seiten getragen. Die Farbe weiß sollte Neutralität signalisieren und verhindern, dass auf Sanitäter geschossen wurde. Das ist auch richtig so. So, jetzt haben wir den Schal und dann können wir den anderen ja auch schon mal verarzten. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. So, wo war Walt denn gerade? Huh? Der war gerade irgendwie ganz unten, oder? Merkwürdig, Walt. Was wolltest du da? Da, da ist er doch. Moin. Mal schön desinfizieren. Schön aufreißen hier und hallihopp, hallihopp, hallihopp. Sehr schön. Reunited. Anna and Freddy both took solace in the bonds of friendship. Hearing the bombs fall, Anna knew they had struck the heart of a populated civilian area. Anna! Always quick to act, she drove off to help the wounded. So mutig von ihr, ne? So mutig, die setzt sich so hart ein. Crazy. Eieieiei, und kalt. Kalt ist den, Freunde, kalt ist den. Motorräder. Zu Beginn des Konflikts wurden von der Armee zivile Motorräder mit begrenzter PS-Leistung 175 Kubikzentimeter oder 350 Kubikzentimeter angefordert. Da sie für den Kriegseinsatz nicht geeignet waren, wurden sie schnell durch leistungsstärkere Modelle ersetzt, die speziell von verschiedenen Herstellern produziert wurden. Diese dienten unter anderem als Maschinengewehrmotorräder oder zum Krankentransport. Als Meldefahrzeuge waren sie auch wichtig für den schnellen Informationsaustausch zwischen den Einheiten. NSU oder Wanderer auf deutscher und Norton Triumph und
Royal Enfield auf britischer Seite stellten Seitenwagen für Serienmotorräder oder Motorräder mit geländegängigen Reifen her. Mit der Ankunft der amerikanischen Streitkräfte in Europa kamen auch Harley-Davidson und Indien hinzu. Canary Girls. Während die Männer in den Krieg zogen, nahmen die Frauen ihren Platz in den Fabriken ein, auch bei der Waffenproduktion. In den Munitionsfabriken mussten TNT und Kordit per Hand gemischt und in die Granaten- und Patronenhülsen gefüllt werden. Da der Kontakt mit dem Gemisch die Haut gelb färbte, erhielten die englischen Arbeiterinnen dank den gleichfarbigen Kanarienvögel den Spitznamen Canary Girls. Die Arbeit der Frauen wurde nur halb so gut bezahlt wie die der Männer. Ihre Arbeitstage waren lang und die Arbeitsbedingungen hart. Das ist unfassbar, ne? Frauenarbeit. Die Beschäftigungsquote von Frauen stieg während des Krieges drastisch an. Da Millionen von Männern aus den Fabriken an die Front geschickt wurden und die Unternehmen keine andere Wahl hatten, als auf weibliche Arbeitskräfte zurückzugreifen. Frauen bewirtschafteten allein die Bauernhöfe und wurden zur Arbeit in den Waffenfabriken oder als Lastwagen- oder Straßenbahnfahrerin herangezogen. Oft wurden sie auch an die Front gerufen, wo sie als Krankenschwestern in den Feldlazaretten arbeiteten. 1916 forderten die oberste Heeresleitung sogar eine weibliche Dienstpflicht, was die Reichsregierung jedoch ablehnte, da sie ihre traditionelle Rolle als Hausfrau und Mutter gefährdet sah. Da die Frauen schlechter bezahlt wurden, befürchteten die Männer, dass sie ihnen nach dem Krieg die Arbeitsplätze wegnehmen würden. Doch schon vor Kriegsende begannen die Frauen für gleichen Lohn zu kämpfen und zu streiken oder aufgrund ihrer gewachsenen Bedeutung nachdrücklicher das Frauenwahlrecht zu fordern, das ihnen in Deutschland aber erst nach der Kapitulation gewährt wurde. Ja, unfassbar, ne? Hier ist Freddy's. 21. Dezember 1917. Inmitten von all dem Anna wiederzusehen, es war unbeschreiblich. Das zeigt wieder einmal, dass man in diesem Krieg nie weiß, wie sich die Dinge entwickeln werden. Ich kann es immer noch nicht glauben. Anna ist jetzt bei mir und sie ist immer noch dieselbe wunderbare Frau. Und immer noch genauso dickköpfig. Wenn sie sich etwas in den Kopf setzt, lässt sie nicht mehr locker. Ich kenne da noch so jemanden. Ich bin sicher, sie und James würden prima miteinander auskommen. Oder auch nicht. Sorry, durfte ich einmal ganz kurz husten. Auch etwas verschluckt. Hui. So, die brauchen Hilfe hier. Was ist denn das, ein Stein? Weihnachtspakete. Die Soldaten erhielten häufig Feldpostpäckchen von ihren Familien aus der Heimat. Besonders hoch war das Paketaufkommen in der Weihnachtszeit. Regierungsstellen und Wohltätigkeitsorganisationen schickten zu Weihnachten Lebensmittelpakete an die Front und einige deutsche Soldaten erhielten sogar Miniaturweihnachtsbäume. Ich bin sofort wieder da, ich muss einmal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Bis gleich! Hier wird noch um Hilfe gerufen. Oh mein Gott, ich war die ganze Zeit gemutet. Es tut mir so leid. Wir mussten hier direkt verarzten. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich bin natürlich wieder da. Sorry.
Sorry, wir haben sie verarztet, so, und jetzt, oh mein Gott, es tut mir so leid. Holzkamm, wegen der Explosionsgefahr waren Metallgegenstände in Munitionsfabriken verboten. Um ihr Haar hochzustecken, benutzten Frauen deswegen häufig Holzkämme statt der üblichen Haarnadeln. Ich habe mich gerade total erschrocken, als das Ding hier runtergeklatscht ist. Tut mir wirklich leid, ich habe gerade vergessen, nämlich zu entmuten. Also, was da los ist? Ja gut, passiert mal. Sorry. Jetzt werde ich natürlich darauf achten. Okay, wir brauchen also irgendeinen Hebel, um die da rauszuholen. Aber wo kriegen wir jetzt den Hebel her? Okay, hier auf jeden Fall nicht. Hier auf jeden Fall auch nicht. Hier auf jeden Fall auch nicht. Cool. Wo kriegen wir den Hebel her, meine Freunde? Hä? Ach, hier sind Steine. Da können wir die Leiter runterhauen, ne? Ja, jawohl. Alle, obwohl, nee, Moment, du kannst auch einen Stein holen. Du kannst auch einen Stein holen und kommst dann wieder rauf. Geh da mal hoch, genau. Und dann ziehe ich dich hier hoch. Kannst du hierher kommen? Ich nehme mal den Stein ab. Prima gemacht, Wall. Prima. Und weiter geht's. Oh, warte. Genau, dann kommen wir wieder her mit dem Schlüssel, Walt. So, Schlüssel habe ich jetzt schon mal. Prima, Walt behält den Stein. Oh, hier braucht auch noch jemand Hilfe. Let's go, die braucht nur verbunden werden. Das ist ja gut. Dann scheint das ja gar nicht so doll zu sein. Das war's? Okay. Das ist ja verwunderlich. Eine Postkarte. Feldpost. Schätzungsweise 10 Milliarden Briefe und Postkarten wurden während des Krieges verschickt. Sie waren meist kurz gehalten, ermöglichten es den Soldaten und ihren Familien aber in Kontakt zu bleiben. Die Soldaten mussten kein Porto bezahlen. Die Feldpost unterlag jedoch einer strengen Zensur. In Deutschland mussten die Soldaten ihre Briefe dem Vorgesetzten übergeben, der sie stichprobenartig kontrollierte. Ab 1916 übernahm das dann eine offizielle Überwachungsstelle. Jo Mensch, das ist ja nett. Das ist ja auch ganz fantastisch. Hä? Und hier gibt's jetzt nichts? Hier konnte ich sie nur verarzt. Ach da. Entschuldigung, die Tür habe ich nicht gesehen. Hä? Da grad so, hä? Ach so, nee. Das kommt ja hier hin. Pass auf, wir laufen da jetzt schon mal rüber hier. Weil hier kann ich ja das Ding kaputt hauen, ne? Jawohl. Guck mal. Ja gut, und dafür brauchen wir den Schlüssel. Okay, also müssen wir erst den Schlüssel holen. Dann packt sich Walter gerade gleich mal drauf. Also Walt, geh da mal rauf. So, dann zieh ich dich mal hoch. So, Walt, dann geh mal da rüber. Zieh ich dich da rüber. Und wieder zurück. Und da ist er ja schon. Hallo, Walt. Danke für den... Nein. Ach, so ein Blödsinn.
Danke für den Schlüssel und ich streichel dich verkehrt herum. Easy going. So, weiter geht's. Hier schnell aufschließen. So, ich habe ihn schon mal den Stein wieder abgenommen. Okay, was ist denn da? Ach, okay. Irgendein Outfit? Arbeitskleidung. Der Krieg brachte in der Gesellschaft viele Veränderungen hervor, insbesondere in der Industrie. Überall auf der Welt nahmen Frauen in den Fabriken die Plätze der Männer ein, um Waffen und Munition zu produzieren. Entgegen allen Gepflogenheiten trugen viele Frauen bei der Arbeit Hosen. Jo, ich helfe dir. Und zumachen, komm. Genau, schön verbinden. Klasse. Er hat uns sogar ein Herz gegeben, ja Mensch. Okay, hier kommen wir nicht lang. Das ist auf jeden Fall auch echt eine riesengroße Fabrik, ne? Okay. Ach so. Genau. Dann gehen wir nach unten. Hä? Dass ich da dann hochklettern kann, oder was? Ach, die Abkürzung. Okay, ja, aber wie komme ich denn jetzt hier an das Ding ran? Hä? Ah, das hatten wir noch gar nicht gesehen. Siehst du wohl. Lebensmittelkarten. Während des Krieges herrschten chronische Lebensmittelknappheit. Die Ausgabe von Lebensmittelkarten begann bereits Anfang 1915. Grundnahrungsmittel wie Brot, Fleisch und Nudeln und Reis wurden rationiert. Im Jahr 1917 rationierte die französische Regierung Zucker und untersagte sogar das Backen von Gebäck. Das einzige Produkt, das der Rationierung entging, war Tabak. Also geraucht wurde wie ein Schlot, ja? Ah, okay. Oh mein Gott, ich dachte gerade... What? Okay, aber ich verstehe immer noch nicht, wie komme ich denn... Gucke mal hier hoch. Kann ich jetzt nicht darunter springen?
Da komme ich aber nicht runter, ne? Shitte! Hä, wie kommt man denn da ran? Bin gerade ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation, Freunde. Ich weiß gerade... Hä? Stehe ich gerade komplett auf dem Schlauch? Wait a minute, wie ist er denn da jetzt lang gekommen? Oh mein Gott. Er kann einfach darauf. Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Wo ist er denn jetzt wohl? Ich bin mal gespannt, wann der jetzt wiederkommt hier. Ja komm, wo bist du? Hallo? Walt? Da ist er jetzt wieder da. Okay. Haben wir jetzt mal so kurz ihn wieder zurück teleportiert. Oh mein Gott, ey. So, komm Walt, auf geht's. Da jetzt rauf. Hä? Er teleportiert sich einfach, dieser Hund. Was geht denn mit ihm? So, komm wieder her, Walt. Komm. Nein. Zum Schmarrn. Danke, jetzt. So, jetzt haben wir endlich den Hebel. Jetzt können wir da endlich hin und den helfen. Also, auf geht's, schnell. Alle hopp. Alle hopp. Endlich haben wir den Hebel gefunden. Ich war schon so, hä? Was soll ich machen? Und dann habe ich da die Lücke gesehen. Witzig. So, komm. Jawohl, wir konnten sie befreien. Oh nein. Oh Gott. Seeing a Zeppelin creep toward the bomb factory, Freddy feared the worst for Anna. He hopped on his motorbike and raced to join her. Oh nein, Anna. Freddy arrived just in time to see Anna emerging from the debris. She had once again put her life on the line to save others. Wahnsinns, ey, eine Teufelsfrau ist das. Wahnsinn. December 27th, 1917. The Pocahontas arrived in Brest, France, to a celebratory welcome. Unknown to the old 15th, the decision had already been made to use them only for combat service support. They were not to see battle. Desperate for soldiers to fight, the French pushed hard for the newly arrived 15th to join them on the battlefield. Das wäre schlecht für James und Freddy würde das gar nicht gut finden, ehrlich gesagt, glaube ich. Eieieiei. They were eventually successful. The old 15th would fight under the French banner and be renamed the 369th Infantry Regiment. Uff, das tut mir leid für James. Beziehungsweise er will das ja, aber für Freddy tut's mir leid. Eieieiei. The Americans were once again outfitted as soldiers should be, then paired up with a French counterpart. They would now all fight together.
Schützengräben bei Saint-Minot, 2. März 1918. Wir sollen einfach Suppe kochen. Na toll. Jo, also, wir müssen jetzt, kochen. Ne? Das ist wunderbar. Aber als erstes lesen wir natürlich nochmal ein paar Fakten. Hafen von Brest. Das in der französischen Bretagne gelegene Brest verfügt über einen Marinestützpunkt, in dem auch große Lasten gelöscht werden können. Im November 1917 wurde der Hafen zur Hauptanlaufstelle für die US-Truppen in Frankreich. Etwa 30 Lager wurden in der Stadt eingerichtet, die zwischen 1917 und 1919 über 800.000 Soldaten als Durchgangsstation dienten. Mehr als die heutige Bevölkerung von Washington D.C. Auf dem Bild sehen wir amerikanische Soldaten bei einer Parade durch die Stadt. Eisenbahn. Die Eisenbahn war bestens geeignet, um Tausende von Männern, Tieren und Tonnen von Material schnell zu transportieren. Schon 1914 diente sie dazu, Soldaten an die Front zu bringen und Truppen an den Grenzen zu konzentrieren. Bahnhöfe und Rangierbahnhöfe wurden schnell zu wichtigen logistischen Knotenpunkten für den Truppentransport, aber auch für den Transport von Verwundeten, Gefangenen und Nachschub. Das deutsche Heer errichtete in den eroberten Gebieten neue Militärbahnhöfe, die nur wenige Kilometer von der Front entfernt lagen. Das Bild zeigt russische Soldaten, die an die mazedonische Front ins griechische Thessaloniki transportiert wurden. Versorgung der Truppen. Die Versorgung der Truppen an der Front stellte eine gewaltige logistische Aufgabe dar. Jeder Soldat war mit einer eisernen Ration ausgestattet, die aus 3 Tagesportionen zu je 250 Gramm Feldzwieback, 200 Gramm Fleisch und 150 Gramm Gemüsekonserven bestand. Außerdem verfügte jede Kompanie über eine Feldküche, die warmes Essen zubereitete und weitere eiserne Rationen für die Soldaten bereithielt. Eine ausreichende Versorgung war dennoch nicht immer gewährleistet. Beispielsweise betrug das Durchschnittsgewicht eines Soldaten im österreichisch-ungarischen Heer am Ende des Krieges gerade einmal 55 Kilo. Das Bild zeigt französische Soldaten, die in Saint-Cyr bei Paris Brotlaibe für die Front in Einzug laden. Vom 15. zum 369. Regiment. Das 15. Regiment der Nationalgarde von New York bestand 1916 ausschließlich aus nicht-weißen Soldaten, meist Afroamerikanern, aber auch Kubanern und Puerto Ricanern. Meist unter der Führung weißer Offiziere, wobei es einige Ausnahmen gab. Nach der Ankunft in Europa wurde es in 369. Infanterieregiment umbenannt und zunächst dem Nachschubdienst der US-Armee zugeteilt. Doch schon bald wurde es als Kampfeinheit in die französische Armee integriert. Sie behielten ihre amerikanische Uniform, wurden aber mit französischen Helmen, die sie später wieder gegen amerikanische Helme tauschten, und Gewehren ausgestattet. In dieser Zeit machten sie ihre französischen Kameraden mit ihrer Kultur vertraut, musikalisch in Form von Jazz, aber auch in Form von neuen Sportarten wie Baseball und Basketball. 15. März 1918. Die mobile Röntgeneinheit wird Leben retten, das weiß ich. Ich kann es kaum erwarten, den amerikanischen Arzt Jack Harris zu treffen und ihm die Petit Curie vorzustellen. Vielleicht kann er mir ja etwas über Bluttransfusion beibringen, aber danach muss ich los, dahin, wo ich gebraucht werde, nach Vimy, auch wenn ich dafür Freddy zurücklassen muss. Da scheint sich was anzubahnen, ne? So eine kleine Liebesgeschichte. 19. März 1918. Endlich an der Front. Wir brennen darauf, in den Kampf zu ziehen, aber um uns herum sehe ich nur erschöpfte, ausgehungerte Menschen. Ich frage mich, ob Freddy in der Nähe ist. Werde ich ihn in diesem Durcheinander jemals finden? Ich hoffe nur, dass uns die französischen Soldaten freundlich aufnehmen. Wie sagt man auf Französisch? Ich heiße James und gehöre zum Old 15th? Ich werde Andre aus Louisiana fragen. Der ist nett und weiß das bestimmt. Gut, dann wollen wir doch mal hier zur... Holz brauchen die. Okay. Hier ist ein Holzlager. Ja, schauen wir mal. Oh, ein Helm. Adrian Helm. In den ersten Tagen des Krieges waren 77% aller Treffer Kopfschüsse, von denen 80% tödlich endeten. 1915 erhielten die französischen Soldaten Stahlhelme, die ihre nutzlosen Stoffkäppis ersetzten. Der Helm ist nach dem Ingenieur benannt, der ihn entworfen hat.
Warum haben wir jetzt hier einen Schneeball bekommen? Deb. Ging mir, Deb. Na, Doc Tixi Bluff. Na, Doc Tixi Bluff. Da, nehmen wir ein Stück Holz hier. Ach, hier ist ja auch ein Helm. So, guten Tag. Sehr gut, kriegen wir den Daumen. Jetzt brauchen wir Kartoffeln. Oh. Okay, sie weiß jetzt auf jeden Fall, dass wir hier was mit Freddy irgendwie verwandt sind. Sie hat das jetzt eingesteckt. Ein Brief, okay. An jemanden mit Bart. Okay, aber wir schauen jetzt hier mal. Hier wird Englisch gesprochen, Abzeichen. Französische Soldaten mit Englischkenntnissen trugen häufig dieses Abzeichen, um die Kommunikation mit dem 15. Regiment der New Yorker Nationalgarde zu vereinfachen. Da komme ich nicht lang. Da komme ich nicht lang, ne. Da. Das ist er. Da haben wir den Brief. Sehr schön. Jetzt ist er da von den Kartoffeln runter. Sehr nice. Können wir die Kartoffels nehmen? Okay, und jetzt brauche ich noch so einen Topfdeckel. Ne, da ist ja nichts mehr. Wo kriege ich denn jetzt den Topfdeckel wohl her? Eine gute Frage, ne? Topfdeckel. Ah, jetzt darf ich hier lang. Er braucht jetzt so ein Ding gegen Topfdeckel. Okay, dann holen wir das mal, wa? So. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Kanone. Lebel Modell 1886. Das Standardgewehr der französischen Armee. Dieses Zylinderverschlussgewehr vom Kaliber 8mm konnte bis zu 10 Patronen aufnehmen und hatte eine Reichweite von 250 Metern. Mit einem Bajonett und Ersatzmunition wog das Lebel-Gewehr fast 5 Kilogramm. Das ist krass, das ist auch wirklich, wirklich viel. Heftig. Heftig. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Okay. Und das Ding, oh, das Ding brauchen sie. Das müssen wir jetzt schleppen. Ich dachte, das wäre ein bisschen kleiner. Guckt euch das mal an, hallo? Boah, das ist ja wohl hier unverschämt. Guckt euch das mal an. Boah. Das hauen wir da jetzt in die... Hauen wir jetzt schön in die Gulaschkanone rein, damit das eine richtige Gulaschkanone ist. So. Moin, ich hab hier das. Ich hab das, was du brauchst. Achso, und dann geben wir ihm das so easy, ja? Danke. Viel Spaß noch. Beim Beschießen. So, Deckel drauf. Ja, gucke mal. Freddy? Yeah.
Oh, jetzt treffen wir Freddy, oder? Oh mein Gott. For James and Freddy, the long-awaited reunion was a powerful reminder that neither time nor distance can erode the extraordinary bond of brotherhood. The general mood among the 369th Infantry was one of camaraderie and shared purpose. Anna joining them for a last meal before heading back to Vimy was finding it particularly hard to say goodbye to Freddy. Okay, jetzt sollen wir Essen verteilen? Anscheinend. Okay, wir sollen in die andere Richtung. Cool. Da hinten ist Freddy wieder mit Anna am Flirten. Süß. Sehr, sehr süß. So, dann verteilen wir mal Essen hier. Okay, hier in das Holzding. Moin. Er salutiert sogar extra für uns. Okay, jetzt können wir hier durch. Ist es immer noch dasselbe? Ja, ist immer noch dasselbe. Können wir hier Essen verteilen. Oh nein, ein Sniper. But their renewed optimism was soon dashed. By nightfall, everyone in the 369th would be reminded of the perils this war had in store for them. Oh mein Gott, ey. Arriving in Vimy, Anna was now ready to begin her new assignment, training British medics. Meanwhile, George was developing photos taken during his reconnaissance missions. But tonight, the quiet peace of the dark room was broken by a barking Walt. Oh Mann, ey, also so Sniper, ne, das ist auch, eieieiei, mies, ganz mies. Oh, klaut er was? Ist das ein Spion? Schützengräben bei Vimy, 18. März 1918. Fotografie. Die Fotografie entwickelte sich schnell und wurde während des Krieges ausgiebig genutzt. So gab es bald handliche Feldkameras oder Maschinengewehrkameras, mit denen von Flugzeugen aus Luftaufnahmen gemacht werden konnten. Jedoch war die Bildberichterstattung keineswegs frei, sondern eine strenge Zensur unterworfen. Etwa durch das Kriegsüberwachungsamt in Österreich. Ziel war es, die Kontrolle über die Bilder zu behalten und sie zu Propagandazwecken zu nutzen. Neben den offiziellen Berichterstattern, deren Bilder häufig gestellt waren, wurde der Frontalltag auch von Soldaten fotografiert, die ihre Fotos dann nach Hause schickten. Aber auch hier schlug die Zensur zu und verhinderte, dass Bilder von Gräueltaten und Leichen in die Heimat gelangten. Unfassbar, ey. Unfassbar. Spionage. Während des gesamten Krieges war die Furcht vor Spionen in den europäischen Regierungen ebenso verbreitet wie in der Bevölkerung. In Frankreich wurden 1914 Geschäfte mit deutsch klingenden Namen geplündert und Ausländer pauschal der Spionage verdächtigt. In den besetzten Gebieten verfolgte das deutsche Militär Widerstandsgruppen, die mit der Entente in Verbindung standen und versuchten zugleich das politische Leben des Feindes auf jede erdenkliche Weise zu beeinflussen, etwa durch die berühmte Tänzerin Mata Hari. Das Bild zeigt einen französischen Soldaten, der deutsche Telefonverbindungen abhört. Beobachtungsballons. Die militärische Aufklärung wurde schnell zu einem wichtigen Faktor im Krieg. Die taktische Gefechtsfeldaufklärung mit angebundenen Fesselballons nach dem Vorbild des deutschen Drachenballons wurde auf beiden Seiten eingesetzt. Ihre Aufgabe bestand darin, die feindliche Artillerie zu beobachten. Die Besatzung im Korb unter dem Ballon nutzte die Trosse, an der die Ballons befestigt waren, auch als Telefonleitung und konnten so schnell Informationen übermitteln. Allerdings wurden die Ballons schnell zu einer leichten Beute für Flieger. Ah, ja, das ist natürlich hardcore. 20. März 1918. Anna.
Abgesehen von einigen Verständigungsproblemen verlief die Unterweisung der britischen Sanitäter problemlos. Es ist deutlich einfacher, mit Freddy zu plaudern, als das Legen von Drainagen zu erklären. Alle waren an der mobilen Röntgeneinheit interessiert und es ist großartig zu sehen, wie viel Gutes wir damit tun können. Ich bin so froh, dass James und Freddy wieder zusammengefunden haben und ich hoffe, dass wir ihnen, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft alle wieder vereint sind. Was schreibt denn George? 20. März 1918. Wer hätte gedacht, dass mein Zeitvertreib in diesem Krieg von Nutzen sein würde? Du warst damals nicht begeistert, aber heute kann ich mit meinen Fotografien Leben retten. Es gibt nur zwei Orte auf der Welt, an denen ich mich ganz wie ich selbst fühle. Hoch in der Luft und in der Dunkelkammer. Dort finde ich den Frieden, nach dem ich mich sehne. Okay, also irgendwas wurde ja jetzt hier geklaut. Okay, verstecken. Aufpassen. Was klaut er wohl? Was nimmt er wohl mit? Nee, da ist nichts. Walt steht da einfach. Ist ihm egal. Ist ihm egal. Aber wir verfolgen ihn. Wo will er hin? Aufschnippen! Aufschnippen, sagt er. Huch, da waren wir wohl zu nah, wa? Okay, da fällt ihm noch nichts auf. Schön verstecken hier, vorsichtig. Dreht sich wieder um. Du siehst uns nicht, du siehst uns nicht, du siehst uns nicht, du siehst uns nicht. Was passiert jetzt wohl? Okay. Jetzt brauchen wir hier nicht mehr schleichen, aber haben wir jetzt wohl einen Spion gefunden? Bestimmt. Das ist doch ganz sicher ein Spion. Da ist auf jeden Fall eine Granate da oben, aber da komme ich nicht hoch, ne? Schade. Aber hier komme ich hoch. Guck mal da, einen Stein. Prima, Walt. Prima. So, das schiebe ich da mal ganz ran. Dann können wir hier hoch und da hoch. Und dann sammeln wir das mal ein. Eine Splittergranate ist das, wa? Gucken mal. Objekte. Stielgranate M17. Die Standardhandgranate des deutschen Heeres. Auch bekannt unter dem makabren Spitznamen Kartoffelstampfer. Oh, Junge, okay. Okay, das war mir gar nicht so klar, dass das so heißt, hieß. So, komm mal runter hier, Treppe. Auf der linken Seite ist noch ein Helm, wie wir sehen können. Den nehmen wir natürlich auch mit. Stahlhelm. Der Stahlhelm ersetzte ab März 1916 in Verdun die veraltete Pickelhaube. Er schützte deutlich besser vor Kugeln und Granatsplittern. So, ich weiß ja noch nicht so genau. Oh, da läuft er auch lang. Ihn wiedergefunden. Wo, was macht er?
Okay, das haben wir jetzt auch schon mal geschafft. Hat er was gegraben, der Hund? Nee, ne? Oh, wo will er hin? Wo will er hin? Das macht mich fertig. Wir verfolgen den. Der Spion. Haben wir noch eine Gasmaske? Gasmaske. Im deutschen Heer wurden die Gasmasken ab 1917 vornehmlich aus imprägniertem Ziegenleder gefertigt. Es gab jedoch weiterhin Soldaten, die gummierte Stoffmasken trugen. Der Filter wurde mit einem Schraubverschluss an der Maske befestigt. Okay, weiter geht's. Schön dranbleiben hier. An dem Herrn. Deutsche Schützengräben. Okay, da kommen wir hier. Sehr schön, ich wollte gerade sagen, dreh dich bitte um. Jetzt müssen wir kurz abwarten, bis er jetzt wieder hier... Obwohl, da kann ich ja nochmal laufen. Das war mir gar nicht so bewusst, dass wir da jetzt noch dahinter kommen. Und dann sind wir durch. Komm, dreh dich um. Dreh dich um. Jawohl. Nochmal umdrehen. Come on. Komm schon. Nice. Ach. Das fällt nicht auf, wenn einfach ein Hund irgendwie eine Flasche Wein klaut. Was war... Hat er das nicht mitgekriegt, oder was? Oh mein Gott, das war ja... Das war ja ultra knapp. Ach du Schreck. Okay, da kommen wir leider nicht durch. Da brauchen wir irgendwie einen Gegenstand für, ne? Uiuiuiui. Das war knapp gerade. Ach, hier gibt's neue Objekte. Schnapsflasche. Eine Schnapsflasche aus Ton. Die deutschen Soldaten versuchten an der Front ein klein wenig Heimatgefühl aufkommen zu lassen, indem sie Alkohol oder Produkte von daheim mitbrachten. Im Gegensatz zu den französischen Soldaten blieben sie häufig den gesamten Krieg über am selben Ort stationiert. Das ist natürlich hardcore. So, jetzt dreht Hundi mal hier was. Ach, das ist das Rad, was wir brauchen. Ich verstehe. Schaut mal. Super, prima gemacht. Ganz prima. Er kriegt die Flasche Rotwein. Komm, dreh dich um. Sehr schön. Das reicht noch nicht, leider. Da haben wir, glaube ich, gerade zu lange für gebraucht. Verdammt. Ich würde sagen, wir warten dann nochmal wieder, sodass er wieder zurückgeht. Das ist, glaube ich, das Einfachste, oder? Oder was meint ihr? Weil da ist jetzt wirklich ja, er braucht sich ja nur umdrehen und dann sieht er uns. Genau, rennen wir wieder zurück, Kollege Schnürschuh.
Machen wir das hier auf. Rein da, schnell. Oh mein Gott. Sich drin verstecken. Oh mein Gott, ist das Junge. What? Und hier pennt einfach jemand das. Ey. Die sind ja wahnsinnig. Ja, wir sind richtig gelaufen anscheinend. Sag mal gleich. Sehr schön, da sind wir dann vorbei. Und dann haben wir ihm doch hier... Sind wir ihm erfolgreich gefolgt. Oh Gott. Ach du Schreck, ist jetzt hier Alarm und wir müssen jetzt hier rausschleichen, oder was? Ey, bitte nicht. Oh mein Gott, das war ja richtig knapp gerade. Ha, war das knapp, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, immer schön hier abwechseln. So, komm. Dreht euch um, Kollegen. Einfach umdrehen. Wow, schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht, wo wir lang müssen, ne? Oh Gott. Okay, hier scheint ja niemand zu sein. Wir rennen einfach. Sind anscheinend richtig gelaufen. Ja, wir sind entkommen. Unser Flieger, oh mein Gott. Jawohl. Ihr kommt zu spät. Tschüssi. Das war wohl nix, Freunde. As George headed back toward Allied lines, he snapped a photo of the massive movement of enemy troops and weapons. Wichtig, dass er das fotografiert hat, ey. Richtig wichtig. Jetzt müssen wir wieder ausweichen, ne? Jo. Oha. So. Jetzt kommen hier die Bösen. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Das habe ich gerade irgendwie, da habe ich gerade komplett geschlafen. So, schön ausweichen hier. Schnell, George, flieg zurück, flieg nach Hause. Out of danger just yet. Seeing his German plane,
Allied forces started opening fire. Und das ist nicht gut. Gott, lass mich in Ruhe. Wow. Wieso? Lasst mich doch in Ruhe, Mensch. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Nächste von oben. Schön ausgewichen. Schön ausgewichen. So. Junge, Junge, hier ist auch was los. Für eine Person, ist das euer Ernst eigentlich? Oh Gott. Da haben wir aber gerade ordentlich einen abgekriegt. Oh mein Gott, jetzt müssen wir nur ankommen. Bitte, bitte, bitte. Müssen wir überleben, Freunde. Ah. Haben wir es geschafft? Jawohl, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. George ist einfach der beste Flieger. George was placed under arrest on suspicion of espionage. Fortunately, he was able to back up his story with proof. Tja, zum Glück hat er das Foto gemacht, ey. Spring 1918. With the Brest-Litovsk peace treaty signed, German fighting on the Eastern Front came to an end, freeing up troops for advancement to the Western Front. A series of offensives were launched, pushing the Allied lines to the breaking point. The last of these offensives was launched near St. Menehould. Uh-oh. For James and the 369th, the long-awaited opportunity to prove themselves had finally come. Let's go! Oh man, jetzt auf Schlachtfeld. Okay, also Attacke, meine Freunde. Wir gucken aber zuerst nochmal, was wir hier so für Fakten und Fundstücke haben. Und zwar die Schützengräben. Bereits im Herbst 1914 begannen Soldaten auf beiden Seiten Schützengräben auszuheben. Diese Gräben sind ein aus der frühen Neuzeit stammendes Befestigungssystem, das die Soldaten vor feindlichem Beschuss schützen sollte. Im Ersten Weltkrieg nahmen sie schnell bislang ungekannte Ausmaße an und wurden zu einem riesigen Geflecht parallel miteinander verbundener Gräben, in denen sich die Soldaten bewegen, in Deckung gehen und auf den Feind schießen konnten. Die Bilder dieser Soldaten, die in Schützengräben lebten, haben sich in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Das Gelände, das die beiden feindlichen Stellungen voneinander trennte, wurde als Niemandsland bezeichnet und konnte sich über mehrere hundert Meter erstrecken. Frühjahrsoffensiven. Nach dem Ausscheiden des Zarenreichs konnte das Deutsche Reich seine Streitkräfte von der Ostfront an die Westfront verlagern. Es begann eine Reihe von Offensiven, unter anderem Unternehmen Michael, gegen die britische und französische Stellung, bei denen eine neue Taktik eingesetzt wurde, die aus Stoßtrupps und einem verbesserten Artillerieeinsatz bestand. Zwischen März und Juli 1918 machten die Deutschen Fortschritte und erzielten Geländegewinne, bis sie an der Marne nur etwa 100 Kilometer vor Paris durch eine Gegenoffensive der von den Amerikanern unterstützten alliierten Streitkräften gestoppt wurden. Artillerie. Junge, ist das eine große Wumme, ey. Guckt euch das mal an. Hoho. Bereits 1916 begannen deutsche Ingenieure mit der Arbeit an Artilleriegeschützen mit großer Reichweite bis zu 130 Kilometer. Je nach Neigung der Kanone
konnten die Geschosse bis in die obere Stratosphäre 30 bis 40 Kilometer gefeuert werden, wo sie durch den geringeren Luftwiderstand an Geschwindigkeit gewannen. Die Berechnung der Flugbahn war komplex, da viele Faktoren berücksichtigt werden mussten, unter anderem die Krümmung der Erde. 7 dieser Kanonen, die Paris-Geschütze, nahmen zwischen März und August 1918 die französische Hauptstadt unter Beschuss. Insgesamt wurden während der 46 Tage dauernden Bombardierung 367 Granaten abgefeuert, die Paris und seine Vororte trafen und 256 Todesopfer und 620 Verletzte forderten. Trotz aller Bemühungen der Entente gelang es nicht, auch nur eines dieser Geschütze zu erbeuten. Das Bild zeigt ein kleineres, aber dennoch mächtiges Geschütz der Entente, das nur per Eisenbahn transportiert werden konnte. Vor allen Dingen ein kleineres. Ey, und wie krass mit Erdkrümmung. Das ist so heftig. Das ist so krass zu dieser Zeit. Das ist Wahnsinn. Ich meine, wir sprechen hier von 1916, ne? Also es ist unfassbar. Das ist einfach über 100 Jahre her. Das ist heftig. Das ist einfach heftig. Niemandsland. Der Ausdruck Niemandsland in Klammern No Man's Land tauchte erstmals Ende 1914 in der britischen Presse auf. Er bezeichnet den Teil der Front, der sich zwischen den Stellungen der beiden gegnerischen Lager erstreckt. Es handelt sich um einen höchst gefährlichen Ort, der mit Bomben, Leichen und Stacheldraht übersät war und wo Patrouillen oder Krankenträger unter Einsatz ihres Lebens versuchten, ihre verwundeten Kameraden zu bergen. Ja, heftig. 20. März 1918. Abgesehen von einigen Verständigungsproblemen verlief die Unterweisung der britischen Sanitäter problemlos. Es ist deutlich einfacher, mit Freddy zu plaudern, als das Legen von Drainagen zu erklären. Ach, das hatten wir schon. Ich bin so froh, dass Jedi... Ja, okay, das hatten wir schon. Entschuldigt bitte. 14. Juli 1918. Ich muss mich zusammenreißen. Für die Jungs und vor allem für James. Ich will keinen von ihnen verlieren. In den vergangenen Jahren waren es schon viel zu viele. Genug für ein ganzes Leben. Die Trillerpfeife in der Hand, bereit für den Angriff. Irgendwie muss ich an Emil denken. Ich vermisse den alten Franzmann und unsere Gespräche, aber ich muss mich konzentrieren. Ich muss James und die anderen Jungs durchbringen. Ja, das wäre schon nicht schlecht, ne? 14. Juli 1918. Wenn uns irgendwer hier durchbringen kann, dann bist du das, Freddy. Wir alle blicken zu dir auf. Seit wir Chef verloren haben, fällt es uns schwer voranzukommen. Aber du schaffst es immer, uns dahin zu bringen, wo wir hin müssen. Ich glaube an dich und weiß, dass es unsere Kameraden auch tun. Okay, also Attacke. Oder auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Bomben kommen, die Bomben kommen. Oh mein Gott. Warte, hä? Ach, schau mal, hier haben wir schon mal was gefunden. Das ist doch ganz nett. Schauen wir uns doch mal an. Eine Granate ist das. Granaten. Artilleriegranaten gab es in vielen verschiedenen Kalibern und Formen. Sie konnten ein Gewicht von mehreren hundert Kilogramm haben und waren mit Schrapnell oder Giftgas befüllt. Wieso kann ich das hier nicht schleppen? Krass. Mann, ey, wir werden hier aber auch gut bombardiert schon wieder, ne? Oh Gott. Oh nein. Oh, Freddy hat noch gerufen, gerade nicht. Freddy, oh mein Gott, ey. Ja, wir rennen. Guten Tag. Was kann ich für sie tun? Granaten brauchen wir. Okay, Granaten da entlang. Alles klar, ich hole Granaten. Oh, hier ist ein Helm, den hätte ich fast übersehen, tatsächlich gerade. Stirnpanzerplatte. Ein 4 mm starker gepanzerter Schild, der etwa 2 Kilogramm wog und an den Stahlhelm der deutschen Soldaten befestigt werden konnte. Der Stirnpanzer war besonders praktisch für Späher, die an der Front direkt im Feuer ausgesetzt waren. Ja, krass, ne? Die haben sich das aufgesetzt, sonst hätten sie direkt was abgekriegt. Ist der Hammer. So, hier wird auch ordentlich geschossen, ey. Krass. So, nehmen wir das hier mit. Nein! Och, Mann. Ist das bitter. Da, okay. Schnell.
Hier, die schießen anscheinend immer noch nicht, die Kollegen. Ui, ja, hier. Hier die Granaten. Ja, kein Problem. Oh, jetzt ruft da hinten jemand. Oh mein Gott, was passiert hier? Ich glaube, der hat Angst, wa? Wie kann ich dir helfen? Was kann ich tun? Oh, er braucht das. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Uff, ey. Zieh, James. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam sind wir stark. Genauso. Okay, komm. Komm, 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 komm. Ich wusste es, dass die das erschießen, ne? Komm, 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 komm. Geschafft. Sehr gut, top. Jetzt sollen wir wieder auf die andere Seite. Entschuldigt, da durfte ich einmal ganz kurz husten, deswegen bin ich da nicht direkt rübergelaufen. Sorry. So, können die jetzt auch schießen? Nee. Doch. Die können jetzt also auch schießen. Eieieiei, ist das heftig, ne? Junge, 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 hier wird auch alles zerschossen. Was ist denn hier los? Komm, ja. Wie kann ich dir helfen? Was kann ich tun? Mehr Munition. Oh, da hinten links oder was? So, wie sieht das hier aus? Da ballern die jetzt auch immer noch. Heidewitzka, das war gerade richtig knapp. Da wäre ich gerade fast reingelaufen. So, gut. Munition. Ah, ist hier. Sehr schön. Nehmen wir mit. Komm schon, Freddy begleitet uns. Er passt auf uns auf, der Boy. Und auf geht's. Weiter, 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 weiter. Lauf, 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 James. Gott. Oh nein. Even though they had managed to hold the position, the 369th had paid a heavy price. Before leaving to care for the wounded, Anna made sure to give James and Freddy a long embrace, hoping this would not be their last. After a dreadful night fighting to stay alive, James and Freddy were blinded by the camera flash. Impressed by the troops' accomplishments, the American press gave them the nickname Harlem Hellfighters. Their brand of music was all the rage, earning them an invitation to perform in Paris. Okay, so schnell kann man sich einen Namen machen, Freunde. Paris, 8. August 1918. So, das sind also die Harlem Hellfighters. Zack. Bumm.
Bum, bum. Kapitel 3 – Bittere Waffenruhe. August 8, 1918. On land, Germany endured its darkest day of war. Knowing the Kaiser's demand for victory was unattainable, the German officers pressed forward, fighting for more advantageous positions at sea, in the hope of gaining leverage for negotiating a truce. Following a series of revolts by their troops, German command ordered naval captains to tighten their grip on sailors and quash any stirrings of mutiny at sea. Oh man, ey. Ein Morsecode. Hearing about acts of insurrection, Ernst felt emboldened and decided he had to deactivate his submarine's torpedoes. Okay, dann versuchen wir das zu deaktivieren. Nordsee, 29. Oktober 1918. Ich muss trotzdem einmal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. So, sorry, da bin ich wieder. Also, wir gucken mal, was wir hier jetzt noch haben. Lazarettschiffe. Lazarettschiffe wurden schon lange vor dem Ersten Weltkrieg eingesetzt. Zum Beispiel rettete die USS Red Rover während des amerikanischen Bürgerkriegs Verwundete beider Lager und die deutsche Sierra Ventana nahm nach der Skagerrak-Schlacht Schiffbrüchige und Verwundete auf. Lazarettschiffe dienten dazu, Soldaten medizinisch zu versorgen, egal wo sie sich befanden. Das Rote Kreuz und ähnliche Organisationen requirierten während des Ersten Weltkriegs auch Schiffe, um vom Krieg betroffenen Zivilisten in Griechenland und Serbien zu helfen. Die 1949 unterzeichnete Genfer Konvention garantiert den besonderen Schutz von Lazarettschiffen und regelt ihren Einsatz. So ist ihnen der Transport von Waffen und Soldaten verboten und sie dürfen sich nicht in laufende militärische Operationen einmischen. Also reine neutrale Schiffe. Drahtlose Telegrafie. Die Telegrafie per Funk war eine weitere Innovation, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausbreitete. Sie nutzte den Morsecode zur Übermittlung von Nachrichten. Im Laufe des Krieges, in dem Kommunikation von entscheidender Bedeutung war, wurde diese Technologie weiterentwickelt, weshalb nach und nach immer mehr Fahrzeuge mit Funkgeräten ausgestattet werden konnten, unter anderem auch Lastwagen, Schiffe, U-Boote und gegen Ende des Krieges sogar Flugzeuge. Die 100-Tage-Offensive und die Schlacht von Amiens. Nach den erfolglosen Frühjahrsoffensiven unternahm die deutsche Armee einen letzten Versuch, den Eisenbahnknotenpunkt Amiens zu erobern. Den Australiern und Kanadiern gelang es jedoch mit allen verfügbaren Einheiten, die Linie zu halten und die deutsche Stellung zu schwächen.
Bei der sofort ausgeführten Gegenoffensive am 8. bis zum 11. August machte die Entente viele Gefangene und erbeutete große Mengen an Waffen. Erich Ludendorff, der Befehlshaber des deutschen Heeres, bezeichnete dieses Ereignis als schwarzen Tag des deutschen Heeres. 8. August 1918. In seinen Kriegserinnerungen bezeichnet Erich Ludendorff den 8. August als den schwarzen Tag des deutschen Heeres. Von diesem Tag an zog sich die Armee unter schweren Verlusten weiter zurück. Die Soldaten an der Front waren demoralisiert und wussten, dass die Niederlage unabwendbar war. Im September gestand sogar die oberste Heeresleitung dem Kaiser ein, dass der Krieg verloren war, und am 3. Oktober weigerten sich schließlich zahlreiche Soldaten und Matrosen weiterzukämpfen, was die Niederlage noch beschleunigte. Es sollte aber noch bis zum 5. November dauern, bis die Deutschen offiziell um einen Waffenstillstand baten und die Verhandlungen in Gang kamen. Oha. Und wir haben noch einen Tagebucheintrag. 8. August 1918. Ich halte das nicht mehr aus, Erich. Ich wünschte, du wärst hier und könntest mir Zuversicht geben. Dieser Krieg verschlingt mich Stück für Stück und zieht mich ins Verderben. Immerhin wären wir dann wieder vereint. Ich kann nicht mehr. Der Krieg hat mir alles genommen. Dich, unser Boot, die Besatzung der Germania. Ich muss dem irgendwie entkommen und nach Hause zurückkehren. Gut, dann sorgen wir doch mal dafür, dass wir den Torpedo deaktivieren. Was haben wir hier? Eine Mann-über-Bord-Flagge. Leuchtend bunte Flaggen ermöglichten eine schnelle Verständigung von Schiff zu Schiff. Diese hier meldet, dass ein Mann über Bord gegangen ist. Okay. So, wir müssen ja jetzt irgendwie deaktivieren. Da habe ich auch echt ein bisschen Schiss vor, ehrlich gesagt. Oh, was haben wir hier? Ein Radio. Das sieht ja fast so aus. Nee, eine Signallampe. Fast ein Radio, ne, Jin? Fast. Diese Signallampe wurde von deutschen Blinkern in der Nacht zur Nachrichtenübermittlung benutzt. Da Flaggen im Dunkeln nicht zu sehen waren, wurden Lichtzeichen verwendet. Okay. So, da komme ich irgendwie nicht durch. Der will mich da nicht durchlassen, also geht's nur nach unten. Da darf ich auch nicht durch. Und hier brauche ich das Rad. Sonst noch irgendwas? Nee. Was war das jetzt? Eine AFA-Batterie. Elektrische Batterien ermöglichten es deutschen U-Booten, stromgetrieben zu fahren. Diese Batterien waren jedoch nicht ungefährlich, da sie bei Kontakt mit Meerwasser Chlorgase bildeten. Na, herzlichen Glückwunsch. Jeder fehlt ein Stück, wa? Da ist das Stück. Da dürfen wir nicht durch. Okay. Also gehen wir wieder runter, setzen das Stück ein und drehen dann da schön am Rad. So, zack. So, dann haben wir das. So, da können wir jetzt ja wieder hoch, oder? Dann können wir da von hinten ran. Ach ja, gucke mal, was haben wir hier gefunden? Ich muss einmal nochmal husten, Moment. Sorry. Winkerhandbuch. Winker benutzen Flaggen zur Nachrichtenübermittlung an Land und auf See. Für eine fehlerfreie Kommunikation wurde ein Winkeralphabet Semaphore benutzt. Wie man es in diesem Buch findet. Okay. Ah, guck mal, jetzt darf ich da durch. Sehr gut, jetzt haben wir das Rad. Können wir dann da unten anbringen. So, und zwar genau hier. Ja.
Okay, und jetzt drehe ich das andere wieder hier rum und dann wird der nämlich... Dann bekommt der nämlich alles ab. So, zack. Ach so, jetzt muss ich das wieder aus... Damit ich hier durchkomme. Aha. Das hätte ich fast übersehen. Krass, was ist das? Seeminen. Während des Ersten Weltkriegs wurden von beiden Konfliktparteien ungefähr 235.000 Seeminen gelegt. Die deutschen U-Boote legten sie vor allem in den Schifffahrtswegen, um Handels- und Kriegsschiffe auf dem Weg nach Großbritannien zu versenken. Die Entente versuchte hingegen damit die Straße von Dover und die Hebriden abzuriegeln. Nach dem Krieg waren 82 Schiffe 5 Monate lang rund um die Uhr im Einsatz, um die Minen wieder zu räumen. Hoho. Ah, da kann ich es jetzt manipulieren. Oh oh, wir wurden erwischt. While Ernst was happy to be alive, he again found himself in the crossfire of war and his freedom taken away. Now a British POW, his only consolation was being able to play his fiddle once more. Dass die alle so musikalisch unterwegs sind, ne? Ist auch schön. September 26th, 1918. Determined to cut the German supply line, Allied forces launched the Meuse-Argonne offensive for James and his fellow soldiers. This undertaking was bigger than any they had faced before. Soldiers on both sides steeled themselves for the whistle blow and the impending chaos of the charge. Ready? Their sole comfort being the unwavering support of their brothers in arms. Die Brothers in Arms, also. Tja. Weißt du Bescheid, ne? So sieht das aus. Okay, wir schauen mal, was es für neue Fakten gibt. Meuse-Argonne-Offensive. Die Meuse-Argonne-Offensive war eine gemeinsame Operation von 22 US-Divisionen und 15 französischen Divisionen, die in der Zeit von September bis November 1918 zwischen der Meuse und den Argonnen stattfand. Aufgrund des unwegsamen Geländes, Wälder und Flüsse kamen die alliierten Streitkräfte nur langsam voran, konnten schließlich jedoch bis nach Sedan vorrücken und entscheidend zum Kriegsende beitragen. Die Harlem Hellfighters bewährten sich bei dieser Offensive, da sich keiner von ihnen ergab und sie kein Fußbreit zurückwichen. Sie kamen sogar schneller voran als andere Einheiten und waren deshalb gezwungen, ihren Vorstoß ins feindliche Gebiet zu stoppen. Das Bild zeigt FT-17-Panzer von Renault auf dem Weg an die Front während einer der zahlreichen Schlachten dieser Offensive. Schlacht von Samiel. Das südlich von Verdun gelegene Samiel war ein von den Deutschen gehaltener Frontvorsprung, der in den 4 Jahren von September 1914 bis September 1918 Schauplatz erbitterter Kämpfe war. Unter dem Kommando von General Pershing gelang es US-amerikanischen und französischen Truppen in einer gemeinsamen Operation, die strategisch wichtige Stadt zurückerobern. Das Bild zeigt Samiel von einem Schützengraben aus gesehen. Mann ey, da ist aber auch ordentlich Alarm immer die ganze Zeit hier, ne? Eieieiei. Schlacht im Wald von Billow. Diese Schlacht im Juni 1918 war von großer symbolischer und psychologischer Bedeutung. Denn es war der erste Kampf, den die Soldaten der American Expeditionary Forces in Frankreich bestritten. Sie war außerdem der Ausgangspunkt für die Gegenoffensive, mit der die Alliierten auf die deutsche Frühjahrsoffensive reagierten.
In dieser Schlacht wurden der bis heute wirkende Mythos der US Marines begründet. Das Bild zeigt einen hochrangigen französischen Offizier, der amerikanische Soldaten für ihren heldenhaften Kampf in dieser Schlacht auszeichnet. Uff. Wirklich uff. Einfach, also Krieg, ne? Krieg ist nicht schön, Freunde. 24. September 1918. So viele haben ihr Leben gelassen, damit wir es bis hierher schaffen. Diese Schlacht wird uns den Sieg in diesem Krieg bescheren. Jetzt, da Anna in mein Leben zurückgekehrt ist und James an meiner Seite steht, kann ich uns zum Sieg führen. Ich darf sie nicht enttäuschen und ich werde sie nicht enttäuschen. Weder sie noch meine Männer. 24. September 1918. Diese Wolken sehen bedrohlich aus. Bei Sturm lieber warten statt zu starten, hat Vater immer gesagt. Aber es gibt kein Zurück mehr. Habe ich eine Wahl? Ich bin so weit gekommen und ich werde immer besser. Ich schaffe das. Dennoch fehlt mir ein Co-Pilot. Ich wünschte, du wärst hier. Ich habe in so kurzer Zeit so viel Grauen erlebt und ich sehe die müden und niedergeschlagenen Gesichter der französischen Soldaten. Ein Wunder, dass sie überhaupt so lange durchgehalten haben, im Gegensatz zu Jack und Chef. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir dem bald ein Ende setzen werden. Okay. Ich hoffe auch. So, auf zum Angriff jetzt. Eieiei, jetzt müssen wir hier aber auch hinterher. Freddy. Okay, hier kommen also Bomben runter und wir müssen dann immer anhalten, wenn Freddy sagt, stehen bleiben. Oh. Eieieiei. Oh, die haben schon tierische Angst, ne? Jo, willkommen. So, weiter geht's. So, jetzt laden sie nach. So, was haben wir denn hier für ein Objekt? Ein Scharfschützenkopf. Feindliche Scharfschützen waren eine ständige Bedrohung. Deshalb benutzte man solche Köpfe aus Pappmaché zur Täuschung, damit sie ihre Position preisgaben. Ja, damit man erkennt, von wo die auch schießen, ne? Ist so. Oh Gott, laufen. Stehen bleiben, ganz ruhig. Weiter, immer Freddy hinterher, come on. Oh nein. Oh Gott, die haben schon tierisch Angst. Lauft. Was? Kurz vorm Schluss? Really? Okay, also wir rennen quasi gerade ja durch. Wir probieren es jetzt nochmal. Ne, wir sterben immer kurz vorher. Okay, also wir müssen tatsächlich stehen bleiben. Wir probieren es aber nochmal, ja. Nein, okay, also bleiben wir stehen. So. Was ist denn jetzt passiert? Wir müssen aufpassen vor den MGs. Okay, ja. Ja, da laufen wir jetzt lang. Und jetzt? Hä? Was sollen wir tun? Ich weiß nicht, was wir tun sollen, hä?
Was sollen wir tun? Ach, da ist ein Stein. Ach, da. Ich hab's nicht gesehen. Entschuldigt bitte. Oh mein Gott, ich stehe da die ganze Zeit in so einem Stein rum. Ich Prollo. Oh, das hat natürlich nicht gepasst. Machen wir also wieder einen Stein. So, und dann laufen wir jetzt wieder hin und dann können wir das auch freispringen. Oh Mann, Jin, ey. Du bist auch einer. Ja, Moment, ich muss das nochmal freispringen, Freddy. Moment, einen kleinen Augenblick, ich brauche noch einen Stein. So, James hat noch einen Stein und jetzt geht's gleich wieder zurück. So, lauf. Jetzt warten wir nochmal hier, bis der wieder geschossen hat und dann können wir endlich rüberlaufen. Dann haben wir es endlich geschafft. So, weiter geht's. So, ein Helm. Brodie-Helm. Der Brodie-Helm wurde 1915 von John Leopold Brodie entworfen und von den britischen und später auch von den US-amerikanischen Streitkräften übernommen. Er wurde aus einem einzigen Stück Metall gefertigt und war einfacher herzustellen und widerstandsfähiger als der französische Adrian-Helm. Im Verlauf des Krieges wurden mehr als 7,5 Millionen dieser Helme hergestellt. Oh. Das ist ordentlich. Das ist wirklich ordentlich. Freddy rennt aber auch vor, ne? Oh Gott, schnell. Oh mein Gott, schnell. Oh Gott, da liegt einfach ein Arm, ey. Mehrere Arme. Hilfe. Ach, da ist wieder ein Stein. Okay, das habe ich wieder nicht gesehen. Mal wieder nicht. Die Steine sind tatsächlich sehr schwer zu sehen. Junge, die mit ihren MG-Geschützen, ne? Machen aber auch Stunk, ey. Nice. Konnten wir jetzt durch. So, und dann geht's runter hier. Okay, irgendwas sollen wir sprengen. Schieben, 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 schieben. Oh, Freddy. Freddy läuft einfach, der spaziert einfach weiter, auch wenn die sofort wieder anfangen zu schießen. Klasse. So, James, komm, schieben. Boom. Da ist es auf. Dann lass uns da mal ganz schnell reinlaufen. So. Ach, gucke mal, hier ist noch was. Guck mal. Was haben wir denn hier? Deutsche Patrouillenkarte. Karten enthielten wichtige Informationen über die Planung von Angriffen und Gegenangriffen. Ja, das ist gut. Sehr wertvoll tatsächlich für uns. Die Deutschen scheinen aber zu fliehen, ne? Die scheinen sich zurückzuziehen. So, schnell hier durch, Leute. Mann, Freddy hat uns gerettet von der Stielgranate. Barely able to get the words out, pleaded with James to lead the men and continue their push forward with the offensive. Reluctant to leave him behind, James complied. Tja, das kann ich verstehen, ne? Oh, Backe. Ah.
Ach, wir laufen jetzt einfach. Okay, ah, ich kann schneller laufen und bremsen. Ja, ja, verstehe. Okay, ich musste also durchlaufen. Okay. So, laufen vorwärts. Oh, renn. Oh Gott, jetzt ist ein Kamerad noch von uns gestorben. Ach du Schreck. Oh no. Oh no, 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 no. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow, jetzt müssen wir aber auch echt rennen, ey. Freunde. Na toll, wo sind wir nur? Oh, wo sind wir nur? Nice, George holt ihn raus. Sehr schön. Das ist doch gut. Jetzt müssen wir mit George wieder abhauen. Oha, das wird ja stressig jetzt hier. Oh Gott. Wow. Lasst mich doch in Ruhe hier mit Freddy entkommen. Oh Mann, der Blitz schlägt den immer die ganze Zeit ein. Das ist natürlich nicht so gut. Oh, der rote Baron. Ja, man sieht sogar den Blitz, wenn er kommt. Das habe ich leider zu spät erst geschnallt. Nee, komm, hau ab. Hau bloß ab, ey. Oh nein, nein. Ach, die Blitze. Okay, auf geht's. Hier sind wir jetzt zum Glück schon relativ fortgeschritten. Relativ fortgeschritten. Wir können ja schon so ein bisschen fliegen. So, Gott, oh Gott, oh Gott. Die wollen uns aber auch ans Leder, ne? Die wollen uns aber auch haben. Die Jungs und Mädels hier. Wow. Sag mal, der fliegt aber auch wie ein Besoffener, ne? Oh, 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 aua. Ach, Mann. Wie hätte ich denn das schaffen sollen gerade? Das ist hier jetzt ganz schön viel, Freunde. Hier ist ganz schön viel los. Wow. Din, din. Din, 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 din. Bitte nicht. Lasst mich doch in Ruhe.
Lasst mich doch in Ruhe. Wow. Mann, der dringelt aber auch, ne? Oh nice, er ist abgestürzt. War es das jetzt? Sind wir jetzt frei? Jawohl, wir haben es geschafft. George, du bist so ein klasse Flieger, ey. Mega. Flying in such stormy weather would have been a challenge for any skilled pilot. Even so, George had decided to brave the storm and risk his own life to save his friends. Tja, George ist echt ein guter Flieger, ey. Junge, Junge, Junge. Oh, Anna. Hilf Freddy, komm, hilf ihm. Stunned to see her dear Freddy suffering, Anna quickly got to work. Oh Gott. Das wird ganz anstrengend jetzt bestimmt. Ja, toll. Uff. Das ist so knapp, ne? Hold on, Freddy. Hold on, Freddy. Du schaffst das. Come on. Come on, stay with me. You're fine. Oh, das war gerade verbuggt. Glaube ich. Zumindest konnte ich gerade, obwohl ich Kreuz gedrückt habe, hat er gerade nichts gemacht. Er hat es geschafft. After four long years, Freddy's injuries had ended his fight. Always the one to protect others. He would now be the one in need of care on the slow road to recovery. Despite his wounds, he remained in good spirits, thanks to Anna by his side, every step of the way. Sehr süß. With Freddy out of commission, James took over as squad leader. For the Harlem Hellfighters, the experience on the ground remained brutal, and the memory of their fallen friends ever present. At that very moment, news of the truce being signed between the German and Allied forces made its way to the front. Anna was sent to relay the good news without delay. Oh Junge, da müssen wir uns aber dann aber auch ordentlich beeilen jetzt, wa? Waffenstillstand. Nach dem Zusammenbruch der Verbündeten am 4. November 1918 kapitulierte Österreich-Ungarn. Militärische Niederlagen und revolutionäre Unruhen bat die deutsche Regierung schließlich um einen Waffenstillstand. Er wurde am 11. November um 5.15 Uhr auf einer Lichtung im Wald von Compiègne unterzeichnet und trat am selben Tag um 11 Uhr an der gesamten Westfront in Kraft. Die Nachricht vom Waffenstillstand wurde per Telegraph an die verschiedenen Einheiten weitergeleitet, die ihrerseits das Horn bliesen oder die Glocken läuteten, um alle Soldaten zum Niederlegen der Waffen aufzufordern. Das Bild zeigt einen französischen Offizier in Griechenland, der die Glocken läutet. Demobilmachung.
Nach dem Waffenstillstand vom 11. November wurden die französischen, britischen und amerikanischen Soldaten nach und nach aus dem Dienst entlassen. Das Foto zeigt amerikanische Soldaten beim Zurückgeben ihrer Ausrüstung, bevor sie aus dem Dienst entlassen wurden. Die kämpfenden Truppen der Amerikaner kehrten rasch in die USA zurück, während die afroamerikanischen Soldaten des Nachschubdienstes, nicht kämpfende Truppe, zurückblieben, um amerikanische Gefallene zu bergen und zu bestatten. Die französischen Soldaten kehrten nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags von Versailles am 28. Juni 1919 ins Zivilleben zurück. Croix de Guerre und Eisernes Kreuz. Zur Würdigung außergewöhnlicher Leistung auf dem Schlachtfeld wurde in Frankreich 1915 das Croix de Guerre eingeführt. Es wurde an Soldaten, aber auch an Zivilisten, Nicht-Franzosen, Institutionen, Einheiten, Regimentern, Schiffe, Kollektive und in wenigen Fällen sogar an Tiere verliehen. Henry Johnson und Needham Roberts aus dem 369. Infanterieregiment waren die ersten Amerikaner, die diese Auszeichnung erhielten. In Deutschland gab es seit den Befreiungskriegen 1813 das Eiserne Kreuz, das für besondere Verdienste am Vaterland verliehen wurde. Im Ersten Weltkrieg konnte es auch Angehörige der mit Deutschland verbündeten Staaten enthalten. Vertrag von Versailles. Der Vertrag von Versailles wurde am 28. Juni 1919 im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles von Frankreich, seinen 27 Verbündeten und Deutschland unterzeichnet. Der Vertrag wies Deutschland die alleinige Kriegsschuld zu und nahm ihm 13% seines Territoriums. Der Versailler Vertrag ordnete die europäische Landkarte neu. Ohne Grenz- oder Nationalitätenfragen zu lösen. Der amerikanische Senat lehnte den Vertrag ab und ein Großteil der deutschen Bevölkerung betrachtete ihn als Diktatfrieden. 11. November 1918. Ich bin es nicht gewohnt, dass man mich so umhegt und umpflegt, aber trotz ein paar Schmerzen hier und da habe ich das Gefühl, dass es bergauf geht. Anna sagt das auch und sie ist niemand, der um den heißen Brei herumredet. Ich bewundere diese Frau und meine Liebe zu ihr wächst von Tag zu Tag. Ich würde so gerne mit ihr in der Heimat ein neues Leben beginnen. Hoffentlich will Anna das auch. 11. November 1918. Es sind nicht mehr viele von uns übrig geblieben und ich vermisse diese Jungs. Beinahe hätten wir auch Freddy verloren, doch ich werde nicht zulassen, dass sich der Krieg noch mehr von uns holt. Aber steckt in uns Höllenkriegern noch genug Kampfgeist? Es fällt immer schwerer, in den Schlaf zu finden. Sobald ich meine Augen schließe, sehe ich nur Tod und Trauer. Es gibt Gerüchte, dass der Krieg bald vorbei sei. Ich hoffe, sie stimmen. Der Krieg ist bald vorbei, Leute. Der Krieg ist bald vorbei, James. Wir beeilen uns. Wir erzählen die frohe Kunde. Na, kommen wir hier lang? Ach, gucke mal. Eine Trompete haben wir gefunden. Signalhorn. 1918. Zur 11. Stunde des 11. Tages des 11. Monats verkündeten Glocken und Signalhörner das Ende des Ersten Weltkriegs. Laufen die denn lang? Ach, da dürfen wir nicht lang. Wir müssen schnell die Glocke klingeln. So, was haben wir hier? Abrami-Anzug. Nach der Rückkehr der Soldaten im Dezember 1918 machte der französische Staat jedem Veteranen drei Geschenke. Eine finanzielle Entschädigung, einen Adrian-Helm mit der Aufschrift Soldat de la Grande Guerre, Soldat des Großen Krieges und einen Abrami-Anzug, so benannt nach dem französischen Unterstaatssekretär. Dieser Anzug wurde als so lächerlich angesehen, dass viele Soldaten sich lieber den Gegenwert von 52 Francs in bar auszahlen ließen. Die deutschen Soldaten kehrten hingegen als Besiegte zurück, auf die in der Heimatstadt einer Belohnung nur Verachtung wartete. Boah. So, was haben wir hier? Gesichtsprothese. Da die moderne Chirurgie noch in den Kinderschuhen steckte, wurden viele Soldaten, deren Gesicht durch eine Verwundung entstellt worden war, mit solchen Prothesen ausgestattet, die ihnen dabei helfen sollten, ein normales Leben zu führen. So, hol mal einen Stein hier runter. Bumm.
just like that. At the 11th hour, on the 11th day of the 11th month, the war suddenly stopped. Bells rang all over the country, spreading the good news. The war was finally over. Seeking a new life far from the devastation of Europe, Anna and Freddy set off to make a home in the United States. Pending the outcome of the Treaty of Versailles, Ernst was still being held captive in France as a POW, forced to do hard labor. Thanks to George's flying and active valor, the RAF accepted him as one of their own. Schön. Freddy und Anna sind zusammen After zu Hause. Being duly rewarded the Croix de Guerre by the French military, the Harlem Hellfighters were once again placed under American command. Niemandsland bei Saint-Menehou, 15. Dezember 1918. And while the Harlem Hellfighters prepared to return home, James and Lang Edwards volunteered to help the Service of Supply clean up the battlefield. Ernst? Ernst! Oh, James! Yes, sir. Oh Mann, und jetzt müssen wir auch noch Ernst dabei zuschauen, wie er für uns schuftet, oder was? Uff. Wiederaufbau. Nach dem Ende des Krieges brach in Frankreich die Zeit für den Wiederaufbau an. Die Zerstörungen waren gewaltig. Städte, Dörfer, Bauernhöfe, Fabriken, Transportsysteme und Infrastruktur hatte der Krieg schwer getroffen und schätzungsweise 850.000 Gebäude waren zerstört oder beschädigt worden. Bereits im Dezember 1918 wurde eine Wiederaufbaukampagne gestartet, für die hauptsächlich unbezahlte Kriegsgefangene und eigens dafür angeworbene Ausländer herangezogen wurden. Boah, ey, hart. Amerikanische Philanthropen. Gleich zu Beginn des Konflikts begannen amerikanische Wohltätigkeitsorganisationen wie Fatherless Children of France sich für Kriegswaisen und die Opfer des Krieges zu engagieren. Reiche Amerikaner finanzierten Krankenhäuser und die Versorgung der Verwundeten. Tausende solcher Wohltätigkeitsvereine wurden gegründet und zahlreiche Spendenaktionen in den USA organisiert. Renommierte Stiftungen wie die Carnegie Endowment for International Peace halfen beim Wiederaufbau ganzer Städte, beispielsweise von Rennes in Frankreich. Das Bild zeigt Freiwillige des American Fund for French Wounded, die Geschenktüten für die Verwundeten vorbereiten. Deutsche Kriegsgefangene. Nach dem Waffenstillstand wurden deutsche Kriegsgefangene zurückbehalten, um die deutsche Armee zur Einhaltung des Versailler Vertrags zu zwingen. Sie wurden als kostenlose Arbeitskräfte für umfangreiche Wiederaufbauarbeiten oder zum Minenräumen eingesetzt. Die französische Regierung verlangte von der Weimarer Republik weitere 400.000 unbezahlte Arbeiter. Die amerikanische Regierung widersetzte sich diesem Ansinnen jedoch und auf ihren Druck hin wurden die Kriegsgefangenen Anfang 1920 in ihre Heimat zurückgeschickt. Unbekannte Soldaten. Der Erste Weltkrieg hat viele Menschen das Leben gekostet. Zehntausende Leichen konnten nicht ordentlich beerdigt oder an ihre Familien übergeben werden. Um all diesen Menschen einen Platz zum Trauern zu geben und einen nationalen Ort des Gedenkens zu schaffen, haben zahlreiche Länder Grabmäler des unbekannten Soldaten errichtet, die an jene erinnern sollen, deren Leichen nicht vom Schlachtfeld geborgen werden konnten. In den USA wurde 1921 ein unbekannter Soldat in Arlington beigesetzt. Für Großbritannien und die Länder, die unter britischer Flagge kämpften, fand am 11. November 1920 die Beisetzung eines Soldaten in Westminster statt. In jüngerer Zeit haben Australien 1933, Kanada 2000 und Neuseeland 2004 die Überreste von gefallenen unbekannten Soldaten in ihre Heimat zurückgebracht, um dort eigene Gedenkstätten zu errichten. Das Bild zeigt den Soldatenfriedhof von Saint-Menehou. Im Hintergrund sieht man das Denkmal für die Verteidiger der Argonne.
Oh Mann, ey. Uff. 11. November 1918. Endlich kein Blutvergießen mehr. Kein sinnloses Gemetzel. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass dieser Tag gekommen ist. Endlich kann ich wieder atmen. Wenn ich mich umsehe, entdecke ich Funken der Hoffnung. Freddys Gesundheitszustand bessert sich täglich und er hat mir gesagt, dass er noch einmal ganz von vorne beginnen möchte mit mir. Es ist Zeit, weiterzuziehen und ein neues Zuhause zu finden. So ist es. Ach, ernst, Mann. Oh, was haben wir denn hier? Eine zerbrochene Uhr. Die gehörte wohl jemandem. Legen wir es mal in die Schubkarre. Wir räumen auf. Wir räumen auf. Uff. Und alle zusammen. Oh nein. Das sieht aus wie ein Kamm, ne? Oder ein Haarreif oder sowas. Es ist leider einfach zu viel passiert in diesem Krieg. Zu viele Menschen sind gestorben. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Wirklich, und auch mit diesem Giftgaseinsatz, ne? Es ist schrecklich. Es ist schrecklich und trotzdem finden noch Kriege auf dieser Erde statt. Es ist so traurig. Ich hoffe wirklich, irgendwann können wir alle in Frieden leben. Das wäre so schön, weil Krieg bringt niemanden irgendetwas. Krieg kennt nur Verlierer. Ein Kochlöffel. Emils Kochlöffel? Och nein. Ach, Emil. Wie der Hund auch gerade reagiert hat, wie traurig gerade Walt auch war. Ach Mensch. Dear James, I'm not sure where or when this message will find you, but please know that I've made every effort to contact you. Oh Gott, was passiert jetzt? The day had started so well. We were on our way to buy furniture for our home. When some men told us we couldn't shop together, Freddy argued with them. Men, they're coming! And it ended badly. Hold on. Come on. Don't. Oh nein. No. Hold on. Oh nein, right. Freddy, nein. Right. No. Jetzt wird bestimmt darauf hingewiesen, ne, auf diesen rassistischen no. Müll, ne? No. Bitte nein, Freddy, nicht. You're all right. Bitte nicht. You're all right. No. I couldn't save him. No. Freddy! Weil die zusammen einkaufen gegangen sind. Es ist so schlimm. Wieso existiert sowas? Es macht überhaupt keinen Sinn. Wir sind alle Menschen. Meine Güte. Including the letter he intended to mail you. I'm sorry to share this horrible news. Your friend, Anna. Dear James, I hope you're doing fine. I can't wait for you to come back home, and I bet you're feeling the same way. I'm sure you're keeping everyone in good cheer with those sweet melodies you play on your clarinet. I never imagined romance would come back into my life, especially during a war. But Anna and I are both enjoying a fresh start. None of this would have been possible without you.
Your optimism and infectious spirit brought me back to life. It's also been such a joy to see you mature into the man you've become today. I'm so incredibly proud of you. With all that you've accomplished, I know now there are better days for us, for people who look like you and me. I'm certain that the future you and so many others fought for will become a reality. P.S. I hear there's going to be a parade in honor of those who served during the war. You should be home by then, and I will be right by your side. See you soon, little brother. Freddy. Oh Mann, ey. Das tut mir so leid. Ach, James, mir tut's auch leid. Die Welt ist wirklich schlecht. Leider. Aber es gibt trotzdem Hoffnung. Es gibt trotzdem immer Hoffnung. Das dürft ihr niemals vergessen. Das darf niemand vergessen. Es gibt immer Hoffnung. Und jetzt wird ein letztes Mal ein Stück gespielt. Auf unserer Klarinette für Freddy. Emil und Freddy sind beide gegangen. Sind beide von uns gegangen. In diesem schrecklich, schrecklichen Krieg. Freddy noch nicht mal, sondern Freddy ist wegen einer anderen ganz schrecklichen Sache gegangen. Weswegen Kriege geführt werden teilweise, was absoluter Blödsinn ist. Es ist absoluter Blödsinn. Und das zeigt dieses Spiel wirklich großartig. Großartig, dass wir alle Menschen sind. Despite heroic efforts during the First World War, it would take nearly a century for the Harlem Hellfighters to finally get the recognition that they earned with their lives, their dignity, and their valiant hearts. And like so many other people dragged into this war on all sides, we should honor both the remembered and the forgotten, whose lives were indelibly altered, ruined, and far too often lost in the machinery and fate of the Great War. Ja. Ist das nicht schlimm, wie sie gerade nochmal gesagt haben? Die Harlem Hellfighters, die haben einfach Ewigkeiten gebraucht, um die Anerkennung zu bekommen. Und warum? Weil sie eine andere Hautfarbe haben? Es ist wirklich pervers. Ich muss immer noch sagen, diese Spiele hier, Valiant Hearts, wirklich wunderbare Spiele. Also checkt unbedingt die Videobeschreibung ab. Lasst den Entwicklern sehr viel Liebe da, weil ich finde es großartig, was sie tun. Wirklich großartig. Sie zeigen zum einen sehr, sehr krass, wie schlimm Krieg ist und dass kein Mensch auf dieser Welt Krieg braucht. Es zeigt, wie schlimm Menschen anderen Menschen gegenüber sind, was auch niemand braucht. Weil lasst uns doch alle einfach gemeinsam leben und glücklich sein. Ist doch egal, welche Hautfarbe man hat. Welche Sexualität, welche Religion. Wir haben es alle verdient, glücklich zu sein. Und diesen Respekt sollte man jeder Person gegenüberbringen. Dass diese Person ein Anrecht darauf hat, glücklich zu sein, ein Anrecht darauf hat, einen Platz auf diesem Planeten zu haben und ein glückliches Leben zu führen. Und aus dem Grund ist es so wichtig, ja, dass wir einfach... Ja, halt, dass wir einfach kein Arsch sind. Es klingt so doof und es ist doch so einfach. Seid einfach kein Arsch. Seid einfach nett zueinander. Unterstützt euch gegenseitig und lasst uns zusammen daran glauben, dass die Welt irgendwann ein besserer Ort ist und dass wir alle zusammen irgendwann in Frieden leben können. Das würde ich mir wünschen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr in Zukunft keine Videos verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein kostenfreies Abo da. Damit unterstützt ihr mich und ihr werdet informiert, sobald ein neues Video kommt.
Und ja, ich bin gespannt, bei welchem neuen Projekt wir uns das nächste Mal sehen. Und ich hoffe, ja, du bist dann auch wieder mit am Start. Also, bis dahin, köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao.